Herzlich willkommen, mein Name ist Caroline Ehmke. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zum aktualisierten Streitraum zum Thema Gewalt und Trauma Covadis Nahe Osten. Ich moderiere und kuratiere diese Gesprächsreihe seit nunmehr 20 Jahren. Und ich hatte mich... auf diese Spielzeit sehr gefreut. Wie immer beim Streitraum sollte ein Oberthema sich durch ein ganzes Theaterjahr ziehen. Und wie immer, von Oktober bis Juni wollten wir einmal im Monat zu diesem Thema oder dieser Fragestellung einzelne Gespräche führen. Das Oberthema für die Spielzeit 2023 und 2024, das wir im Sommer bereits beschlossen hatten, lautet in Anlehnung an Hannah Arendt: Macht, Gewalt, Widerstand. Ursprünglich wollten wir mit einer philosophischen Begriffsbestimmung beginnen heute und hatten die Professorin für politische Theorie Franziska Martinsen eingeladen. Doch dann geschah der 7. Oktober und alles machte keinen Sinn mehr. Wir konnten und wollten nicht einfach so im Plan bleiben, als sei nichts geschehen. Als habe es nicht ein in seiner Gnadenlosigkeit nicht zu überbietendes Massaker der Hamas gegeben, dem 1.300 Israelis zum Opfer gefallen sind. Als habe es nicht 229 Verschleppte gegeben, um die ihre Angehörigen immer noch, während ich hier stehe, bangen. Als habe es nicht in der Folge auf den Anschlag eine Blockade und Bombardement des Gazastreifens gegeben. All das belastet uns, treibt uns um, ängstigt uns und lässt uns verzweifeln. In diesen 20 Jahren bin ich noch nie vor den Tisch getreten wie heute. Immer war es mir selbstverständlich, dass ich auf das Podium mit meinen Gästen gehe und ein Gespräch moderieren würde. Heute gelingt mir das nicht. Heute muss ich vorher Ihnen ehrlich sagen, dass mir diese Rolle der distanzierten, möglichst eloquenten Figur auf der Bühne schwerfällt. Ich bin aus verschiedenen Gründen besonders schlecht geeignet für diese Aufgabe. Mich haben die Massaker von Hamas und Islamic Dschihad am 7. Oktober bis ins Mark erschüttert. Das Entsetzen ist noch nicht verschwunden. Ich merke, dass ich immer versuche, zurückzudenken an die Zeit davor, an den 6. Oktober. Aber das gelingt nicht. Die Tage seither suche ich nach den richtigen Begriffen, nach irgendeinem Geländer, das uns stabil hält. Und es macht sich nur eine tiefe, langsame Traurigkeit breit. Ich bin nie genug. Ich reagiere nicht schnell genug, ich denke nicht schnell genug, mal nicht in die eine, mal nicht in die andere Richtung. Es ist wie mit der zu kurzen Bettdecke. Man zieht und rupft und irgendwas ist immer nicht zugedeckt und kalt und man friert. Was viele vielleicht nicht wissen, ich kenne mich aus mit Terror. Vor vielen Jahren habe ich durch den Terror der Rote Armee-Fraktion meinen Patenonkel verloren. Davon erholt man sich nicht. Nie. Und jede Verharmlosung von terroristischer Gewalt widert mich an. Ich bin auch noch aus einem anderen Grund besonders schlecht geeignet für die Aufgabe heute. Es gibt kaum eine Region, die ich als Reporterin mehr bereist habe als den Nahen Osten. Ich kenne das Westjordanland, ich kenne den Gazastreifen von zahllosen Reisen. Ich habe jüdisch-israelische FreundInnen, ich habe palästinensische FreundInnen in Tel Aviv, in Ost- und West-Jerusalem, in Ramallah, in Jenin oder in Rafah. Ich bange auch um die, die mir seit vielen, vielen Jahren vertraut sind, die im Gazastreifen leben, wo die humanitäre Lage zum Verzweifeln ist,
die kein Wasser, keinen Strom, kein Essen haben. Die Tage, an denen es keinen Kontakt gibt, an denen ich nicht weiß, wer noch lebt und wer nicht, sind kaum auszuhalten. Und doch werde ich gleich an diesen Tisch gehen und mich über meine Gäste freuen und ein Gespräch führen. Und ich verspreche Ihnen, ich werde versuchen, es so angemessen und behutsam wie möglich zu führen. Ich bitte Sie lediglich, etwas nachsichtig zu sein, falls etwas misslingt, falls etwas fehlt, falls etwas sich verhakt, falls ich zu langsam reagiere. Ich bin Philosophin und ich glaube an Verständigung. Aber als Philosophin und als Protestantin weiß ich, das ist Arbeit. Dazu haben wir ein Panel eingeladen mit verschiedenen Perspektiven, verschiedenen Erfahrungsräumen und verschiedenen Disziplinen. Es gibt kein Analyseverbot, wie das gelegentlich in den letzten Tagen behauptet wurde. Das ist mir wichtig. Darum geht es hier heute auch. Ich hoffe, dass wir uns aufeinander einlassen und einander zuhören. Es wird Kontroversen geben. Es wird auch Dissens geben. Ich vermute auch, dass wir alle etwas hören werden, mit dem wir nicht übereinstimmen. Vielleicht auch etwas, das uns als Zumutung oder als Affront erscheint. Aber ich hoffe, dass wir am Ende dieses Gesprächs voneinander gelernt haben, dass vielleicht andere Gemeinsamkeiten sichtbar wurden, als wir dachten, und zumindest die Unterschiede schärfere Konturen und Gründe bekommen haben. Es gibt, das ist meine tiefe Überzeugung, für das Sprechen über diesen Konflikt keine Abkürzung. Wir müssen versuchen, die Schmerzen, die Wut, die Traurigkeit anzunehmen und miteinander wieder ins Gespräch zu kommen. Ich danke meinen Gästen, dass sie sich darauf einlassen heute. Wir hier im Theater und ich auf der Bühne sind verantwortlich dafür, dass unsere Gäste und auch das Publikum sich wohlfühlen und ohne Angst sprechen können. Deswegen haben wir heute besonderen Sicherheitsschutz im Saal und vor dem Theater. Und ich möchte mich ausdrücklich bedanken dafür. Bei Anton, bei Berat, bei Adil, bei Sean, bei Jerome, bei Ismail, bei dem zweiten Ismail, bei Madi, bei Manrico und bei drei Kollegen von der Polizei, bei Thomas, Markus und Daniel. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese Unterstützung. Deswegen wird es heute ausnahmsweise kein Publikumsgespräch geben. Und deswegen haben wir die Chatfunktion beim Livestream heute abgeschaltet, weil wir ihn nicht moderieren können. Ich bitte um Ihr Verständnis. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen, Ihr Interesse und Ihre Anteilnahme und dass Sie zuhören wollen. Und nun darf ich meine Gäste auf die Bühne bitten. Ich darf vorstellen, ich fange dort außen an. Omri Böhm ist 1979 in Haifa geboren, ist Associate Professor für Philosophie und Chair of the Philosophy Department an der New School for Social Research in New York. Er ist israelischer und deutscher Staatsbürger und hat unter anderem in München und Berlin geforscht. Sein Buch Kant's Critique of Spinoza erschien 2014 bei Oxford University Press. Er schreibt unter anderem über Israel, Politik, Kultur und Philosophie in Haaretz, Die Zeit und The New York Times. Bei Profilen erschienen seine von der Kritik hochgelobten Bücher Israel, eine Utopie und radikaler Universalismus. Herzlich willkommen, Omri Böhm. Applaus
Zu meiner Rechten, Emilia Roy, ist 1983 in Dourdan geboren, promovierte in Politikwissenschaften, lehrt, forscht und publiziert zu Intersektionalität und ist Autorin der vielbesprochenen Bücher Why We Matter und Das Ende der Ehe. Sie lehrt unter anderem Postcolonial Studies an der Hertie School Berlin und wurde 2022 zur Most Influential Woman of the Year des Impact of Diversity Awards gewählt. Sie ist Gründerin des in Berlin ansässigen Center for Intersectional Justice. Herzlich willkommen, Emilia Roy. Zu meiner Linken, Nazimu Shabash, ist 1946 in Amman geboren, ist Präsident der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft. Er wuchs in Bethlehem, Palästina auf, wo er an der evangelisch-lutherischen Schule Beit Jalla das Abitur ablegte. 1965 nahm er das Pädagogikstudium in Oldenburg auf und arbeitete als Lehrer für Chemie und Biologie und später als Realschulrektor. Er engagiert sich seit über 30 Jahren als Ratsmitglied und Kreistagsabgeordneter und war Landtagsabgeordneter im Niedersächsischen Landtag. Nach Gründung der Regionalgruppe Osnabrück trat er mit 30 Mitgliedern in die DPG, die Deutsch-Palästinensische Gesellschaft, ein. Darüber hinaus hält Mushabash Vorträge zum Nahostkonflikt und leitet regelmäßig Reisen in die Region. Herzlich willkommen, Nazim Mushabash. Und zu meiner Linken, Nicole Deitelhoff, ist 1974 in Eutin geboren. Sie ist Professorin für internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnungen an der Goethe-Universität Frankfurt und Direktorin des Leibniz-Instituts für Friedens- und Konfliktforschung. Sie ist außerdem Co-Sprecherin des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt sowie Co-Sprecherin der Forschungsinitiative ComTrust, Vertrauen im Konflikt, politisches Zusammenleben unter Bedingungen der Ungewissheit. Im Jahr 2022 leitete sie die Expertenkommission zur Untersuchung der Antisemitismusvorwürfe im Rahmen der Documenta 15. Herzlich willkommen, Nicole Deitelhoff. Ich würde ganz gern das Gespräch versuchen, mal ein bisschen zu strukturieren und zunächst in einem ersten Teil über die aktuelle Lage, den Jetzt-Zustand, 3 Wochen nach dem 7. Oktober sprechen und dabei versuchen, sowohl einmal auf den Nahen Osten selbst, also auf Israel und die Westbank und den Gazastreifen zu schauen, aber auch immer wieder den Fokus ein wenig auf sozusagen einmal den größeren Kontext zu richten, also den europäischen Kontext und vielleicht auch den globalen Kontext und auch darauf zu reflektieren, was in diesen 3 Wochen hier geschehen ist, was es in unserer Gesellschaft ausgelöst und bedeutet hat. Und in einem zweiten Teil, so schwierig oder vielleicht auch für manche unmöglich es scheinen mag, den Blick nach vorn zu richten. Darüber nachzudenken, was kann es eigentlich für Perspektiven geben, was kann es für konstruktive Ideen und Visionen geben für die Zukunft. Ich würde ganz gerne beginnen mit Omri Böhm. Vielleicht zuerst die Frage, die sich aus schierem Herzenstakt auch gebietet, nämlich die Frage, wie es ihren FreundInnen und ihrer Familie geht und ob sie Menschen verloren haben oder Menschen verschleppt sind. Our families are the direct circle is mostly okay. Die Familie ist soweit in Ordnung. Right term. Erschüttert, würde ich sagen, ist der richtige Begriff. Besorgt. We haven't known for a long time, let's say. In einer Situation, in einem Gefühl, was wir lange schon nicht mehr gehabt haben. Aber im Großen und Ganzen geht es der Familie und den Freunden, Freundinnen gut. Aber man hört Horrorgeschichten doch im näheren Umfeld. Leute, die verschleppt wurden, ein 80-jähriger Mann beispielsweise,
Er wird festgehalten, es geht ihm gut, soweit wir wissen, wir hoffen das. In other circles, also stories about people who have been massacred, wir haben auch Geschichten gehört von Menschen, die Opfer von Massakern in den Kibbuzim in der Nachbarschaft geworden sind. That's the general, so that's the general atmosphere. Stellt sich das im Moment dar. Sie sagen, wenn sich das überhaupt schon sagen lässt, 3 Wochen nach diesen Anschlägen und 3 Wochen seit die Geiseln verschleppt sind und 3 Wochen die Israel im Gazastreifen Krieg führt. Was hat das angerichtet in der israelischen Gesellschaft und was hat es angerichtet in der vielleicht Binnendynamik der israelischen Politik? Ja. It's probably too early to make a very clear statement. Wahrscheinlich ist es noch zu früh, um eine wirklich klare Aussage zu treffen. Aber ganz generell lässt sich durchaus etwas sagen. Es gibt ja eine ganze Reihe von Fragen, die wir stellen müssen mit Blick auf die israelische Gesellschaft, vom Holocaust angefangen bis zu den Traumata der Gegenwart und das Wiederkehren dieser Traumata in der Welt heute. Die rechtsextreme Regierung Israels und was das mit sich bringt. Ich denke, was wichtig ist zu sagen, obwohl das selten gesagt wird, ist die Tatsache, dass wir in diesem historischen Moment, denn diese Krise ist eine historische, sozusagen durch die Hintertür eingetreten sind. Wir sind also in einer spezifischen politischen Phase aktuell und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir nicht vergessen, dass der 7. Oktober und die Massaker uns getroffen haben in einer sozusagen Verfassungskrise, die natürlich ganz stark zu tun hat, auch mit der Situation in einer Post-Zwei-Staaten-Ära. Das heißt, wir haben eine rechtsextreme Regierung, die versucht hat, das Verfassungsgericht und die Rechtsstaatlichkeit zu unterminieren, weil sie ein Interesse daran hat, die palästinensische Gesellschaft stärker zu kontrollieren. Die israelische Gesellschaft ist praktisch seit einem Jahr davon gekennzeichnet, dass Hunderttausende auf den Straßen waren und protestiert haben in Demonstrationen gegen diese Verfassungsreform. Unabhängig von der Tatsache, dass diese Verfassungsreform sich ja vor allen Dingen auch gegen die israelische, gegen die palästinensische Bevölkerung richtet, um sie weiter zu steuern. Seit den Massakern der Hamas am 7. Oktober müssen wir sehen, dass das genau der Hintergrund ist. Wir müssen sehen, dass das der Hintergrund ist, auf dem diese Massaker stattgefunden haben. Denn in diesem Moment hat die israelische Gesellschaft diese Fragen hinter sich gelassen und ist in diese Schockphase eingetreten, in der sie halt reagiert auf den Horror der Hamas in Gaza und die Rechtsfragen und die Fragen, was wird aus der israelischen Demokratie, wenn das dann vorbei ist? Und die Tatsache, dass da noch viel weiter reichende Fragen sind, ist tatsächlich vergessen worden. Und gewissermaßen, und das müssen wir ganz sorgfältig hier auch noch diskutieren, einige der schlimmsten Ideen der aktuellen Regierung werden auch jetzt von der Mitte akzeptiert werden. Und das ist eine Sorge, die wir sehen müssen, die wir jetzt schon diskutieren müssen. Es ist keine Zeit zu verlieren, denn wir werden irgendwann aufwachen. Es wird irgendwann der Tag danach sein und wir werden feststellen, dass wir bereits schon einiges verloren haben. Wir haben schon einen Krieg verloren oder einen Kampf verloren, den wir gekämpft haben. Also darauf müssen wir uns konzentrieren. Es gibt eine ganze Menge Bälle, die hier durch die Luft fliegen, aber den müssen wir sehen. Können Sie sagen, was Sie am meisten überrascht hat? Es gab ja schon viel Diskussion, aber ein bisschen vielleicht noch eingehegte Diskussion über die Frage der Schutzlosigkeit. Die in den Orten, an denen die Massaker verübt worden sind, empfunden wurde. Und zwar nicht nur die Frage, wie konnte es sein, dass niemand das geahnt hat und dass
die Geheimdienste nicht reagiert haben, sondern mich hat ehrlich gesagt am meisten überrascht, unabhängig von der Frage, ob man es antizipiert hat oder hätte wissen müssen oder ob es Geheimdienstinformationen darüber hätte geben können, die Abwesenheit der Armee, und zwar über Stunden. Können Sie ein bisschen sagen, was Sie am meisten überrascht hat? I think that is very much, you know, in a way, this is it what made the event possible. Also was diese Geschehnisse möglich gemacht hat, war natürlich auch, dass diejenigen, die dies eigentlich verhindern sollten, nicht präsent waren. Die Tatsache, dass sie nicht einmal zu 50% reagiert hat, ist schockierend. Und das ist wirklich auch ein Mysterium. Wie war das möglich? Persönlich bin ich nicht überrascht von der Gewalt, die durch die Hamas verübt wurde. But I'm very surprised with the fact that, aber ich bin von der Tatsache überrascht, little if any, there were apparently some, but little if any indications that something like that Hinweise darauf gab, dass so that etwas geplant wurde, und das ist etwas, was kaum vorstellbar ist. Wie ist das möglich? Und es ist noch schwerer vorstellbar, dass die israelischen Sicherheitsdienste nicht reagieren konnten. Nicht einmal innerhalb Israels selbst, so dass man so eine Art grundlegende Sicherheit gewährleisten kann für die Bürger Israels. Und das ist sicherlich der größte Schock. It is not just a concrete es ist auch local shock, right? Wichtig festzustellen, dass das nicht nur ein lokaler Schock ist, denn was daran schockierend ist, ist natürlich auch, dass dies das Trauma der Juden wieder zum Leben erweckt, das Trauma in Bezug auf ihre eigene Sicherheit. Zumindest in einigen Diskursen wird ja aufrechterhalten, dass der Staat Israel geschaffen wurde, damit die Juden geschützt leben konnten und nicht abhängig waren von anderen Mächten, um sie zu schützen. Und sehr lange haben wir in diesem Bewusstsein gelebt, auch wenn man weiß, dass natürlich hundertprozentige Sicherheit unmöglich ist. Aber wir haben mit diesem Gefühl gelebt, dass Vorfälle wie diese einfach nicht passieren können aufgrund der Macht Israels, insbesondere in Bezug auf Palästina. Wenn vielleicht eines Tages eine Bombe aus dem Iran eingeschlagen wäre, das wäre sicherlich etwas anderes gewesen. Aber dass so etwas passieren konnte, ist schockierend, und das ist etwas, was wirklich das israelische Bewusstsein bis ins Mark trifft. Die auftauchen. Das eine ist, dass Sie gesagt haben, der Angriff und auch die unglaubliche Brutalität der Hamas habe sie nicht überrascht. Das ist ja einigermaßen noch neutral formuliert. Ich würde ganz gerne wissen wollen, warum sie das nicht überrascht hat. Ich frage auch deswegen nach, weil es ja in der Einordnung der Hamas, ich will jetzt mal sagen, in manchem akademischen Kontext, um es sehr vorsichtig zu formulieren, Beschreibungen gibt, die Hamas auch verharmlosen oder als etwas einordnen wollen, was sie nicht ist. Deswegen würde ich gerne von Ihnen eine Präzisierung an der Stelle hören wollen. Und die zweite Frage wäre die nach dem Trauma, aber vielleicht erstmal die zur Einschätzung der Hamas, warum Sie sagen, Sie waren nicht überrascht. I was not surprised for two related reasons. Ich war aus zwei zusammenhängenden Gründen nicht überrascht. Einer ist allgemeiner, der andere konkreter. Der allgemeine Grund, warum war ich nicht überrascht von dieser Art von Gewalt? We have in fact for quite some time warned some of us. Einige von uns haben seit geraumer Zeit gewarnt, dass es in dieser Region einmal zu einem Zustand des absoluten Krieges, des totalen Krieges kommen könnte. In dem Territorium zwischen dem Jordan und dem Meer gibt es 50% Jordan,
Juden und 50% Palästinenser, die dort leben, mit einer geringfügigen Mehrheit palästinensisch sind. Und aufgrund eines Mangels an einer Zwei-Staaten-Lösung ist es so ein Nullsummenspiel geworden. Es ist immer das eine Volk gegen das andere. Das heißt, das ist sozusagen schon einmal eine schlimme Diskussion und Situation. Und deshalb sind einige Szenarien dieses totalen Krieges möglich geworden. Die Entmenschlichung der anderen Seite, der anderen Gruppe, ist sozusagen eine integrale Ideologie geworden. Die Entmenschlichung der Palästinenser von jüdischer Seite und der Juden von palästinensischer Seite. Das ist natürlich notwendig, um einen solchen Krieg überhaupt rechtfertigen zu können, als eine Art Nullsummenspiel, in der nur eine Seite gewinnen kann. Also um das zu ermöglichen, muss natürlich die eine Seite entmenschlicht werden und als Teil des Verbrechens vom 7. Oktober fand also diese Dehumanisierung, diese Entmenschlichung der Juden statt. Und zweitens bin ich auch aus einem spezifischen Grund nicht überrascht von der Hamas. Ich weiß, dass es eine Tendenz gibt, die Hamas zu unterstützen. Insbesondere in progressiven Kreisen, linken Kreisen. Da habe ich natürlich auch ziemlich starke Meinungen zu. Die können Sie sicherlich äußern. Ich werde das später machen. Aber ich denke, dass es sehr viel wichtiger ist, zu sehen, was vor Ort passiert, anstatt Diskussionen zu linken Kreisen anderswo. Aber da komme ich später darauf zurück. Die Hamas, so wie ich sie verstehe, ist sicherlich keine Befreiungsorganisation. Es gibt da die Charta von 1988 und die war explizit antisemitisch und genozidal. Einige meiner Kollegen, die Hamas gerne darstellen, als Befreiungsorganisation, als antikolonialistische Organisation, sagen häufig, die haben dieser Charta abgeschworen. Ich glaube, 2017 oder so genau, bin ich mir da nicht sicher. Angeblich haben die sozusagen diese Charta nicht mehr als Grundlage ihres Handelns. Aber da brauchen wir keine weiteren Beweise als die Ereignisse vom 7. Oktober. Da können wir feststellen, dass diese Charta, die genozidal und antisemitisch war, dass die nicht etwas ist, der sie abgeschworen hatten. Okay. Und da war ich auch eigentlich nie von überzeugt. Ich würde ganz gerne Nazim Ushabash auch ähnlich wie Omri Böhm zunächst einmal fragen, wie es Freundinnen und Familie von Ihnen geht, ob Sie Menschen verloren haben in diesen 3 Wochen bisher, und dann gerne auch nach eine konkreten Einschätzung fragen, aber erstmal zu Ihrer Familie. Als der Anschlag passierte, den wir jetzt mal auf das Allerschärfste verurteilen, von mir und von der deutsch-palästinensischen Gesellschaft zustande gekommen ist, war ich gerade mit meiner Familie am Toten Meer zur Erholung. Und da ist natürlich so ein Moment alles andere als günstig. Man ist nicht nur überrascht, man ist traurig, man ist wütend. Man will mit niemandem darüber sprechen, als wir das erfahren haben an dem besagten Samstag. Und ich habe sofort realisiert, wir sind schon wieder ein Stück weiter von einer Lösung friedlicher Art. Das hat mich traurig gestimmt und bis jetzt bin ich wütend darüber. Beklage natürlich alle Toten in Israel, alle Menschen, die dadurch gestorben sind. Alles sinnlos. Ich habe keine Verwandten direkt in der Westbank und in Gazastreifen, habe aber viele Freunde und Freundinnen von mir, mit denen ich in der Schule in Bethlehem war. Meine Frau, meine Tochter und ich wollten eigentlich in dieser Zeit nach Bethlehem fahren und damit war unser Ziel natürlich verworfen. Wir konnten da nicht hin. Wir haben Mitglieder in unserer Gesellschaft, die direkt aus Gaza kommen, von denen weiß ich, dass sie unter den Familienmitgliedern viele verloren haben. Einer hat 2 Nichten verloren und im Augenblick wollte ich mit dem einen telefonieren, das war nicht mehr möglich. Vorgestern konnte ich mit dem einen sprechen, gestern nicht mehr. Die Situation ist alles andere als traurig, die ist noch schlimmer. Man kann sich da wirklich darunter
kaum vorstellen, wie es weitergeht. Und der stimmt uns natürlich auch trauriger. Ich stimme Uri natürlich auch vollkommen zu dem, was er gesagt hatte. Wir müssen weiter gucken, dass es dann besser wird. Können Sie, ähnlich wie ich Amri Böhm gefragt habe, danach, ob man jetzt nach 3 Wochen schon schauen kann, wie es in die israelische Gesellschaft oder Politik hineingewirkt hat, können Sie ein bisschen schon sagen, was Ihr Eindruck ist, wie es in die palästinensischen Gesellschaften einmal im Westjordanland und dann im Gazastreifen hineingewirkt hat, wie es hier in der Diaspora ist, sprechen wir vielleicht später mal drüber, aber erstmal, was Ihr Eindruck ist, was das angerichtet hat. Da wir die politische Situation immer beobachten, folgern wir daraus, dass die Hamas weder die Bevölkerung im Gazastreifen vertritt, denn 60% der Bevölkerung in Gazastreifen sind selber Flüchtlinge und würden sich am allerliebsten sich dieser Regierung entledigen. Das ist eine. In der Westbank gibt es selbstverständlich, sage ich mal, aufgrund der Schwäche der palästinensischen Autonomie und aufgrund der Korruption in Ramallah, gibt es jetzt zunehmend Befürworter zugunsten von Hamas, aber eigentlich durch die schlimme Situation der politischen Führung vor Ort. Aber selbst da ist die Hamas eigentlich nicht die Repräsentantin der Palästinenserinnen und Palästinenser schlechthin. Und deshalb kann man nicht sagen, Hamas vertritt die Palästinenser und alle Palästinenser seien Hamas-Folger. Das wäre wirklich sehr, sehr schwierig. Und wenn die Diskussion hier in Deutschland so ist, dass alle pauschal so gesehen werden, dann ist das eine traurige, dramatische Entwicklung. Können Sie ein bisschen sagen, wie Sie an Informationen im Moment über die Lage in Gaza kommen? Woher nehmen Sie Ihre Informationen? Und was ist die Lage, was erfahren Sie über die Lage vor Ort? Wir waren genau einen Monat da. Wir waren also vor dem Angriff schon in Jordanien und wir sind gestern wieder zurückgekommen. Und das ist so. Die Situation hat uns natürlich alle in der ganzen Welt nicht nur überrascht, sondern wirklich überrumpelt. Die Fernsehanstalten sind überall da präsent und berichten natürlich über die Vorgänge, sei es Al Jazeera oder Arabia und was weiß ich. Ich stelle aber fest, wenn ich jetzt die Bilder von den Nachrichten vor Ort mit den Bildern von Deutschland vergleiche, dann sind das auch nicht deckungsgleich. Nicht deckungsgleich. Und von da aus, können Sie die Unterschiede beschreiben? Ich kann die Unterschiede beschreiben, weil wahrscheinlich dahinter steckt, dass die Bilder mittlerweile auch die Politik bestimmen. Also wir sind nun mal in einer medialen Gesellschaft geworden und jeder versucht, die Bilder so hineinzubringen, wie eben das Publikum das sehen möchte. Zum Beispiel die Massaker an den Kindern in Israel wurden nicht in den Medien der arabischen Länder gezeigt. Das sage ich jetzt definitiv. Ich habe keine gesehen. Das heißt, entweder versteckt man sie bewusst oder man ignoriert das Ganze. Ich weiß es nicht. Ich stelle nur fest, dass es so ist. Und wie gelange ich zu meinen Informationen? In der Zeit, natürlich hat man auch Verwandte, direkte Nachbarn, und andere, sogar auf der Straße, kann man mit dem einen, mit dem anderen sprechen. Da ist die Kommunikation viel einfacher als hier in Deutschland. Und in Jordanien leben viele Palästinenserinnen und Palästinenser. Die machen auch über 50% der Bevölkerung aus. Und es gibt keine Familie palästinensischer Abstammung, die nicht Angehörige in der Westbank hat oder im Gazastreifen. Und um die Ecke erfährt man schon eine Menge von dem einen, von dem anderen, was ihre Familien erlebt haben. Und können Sie uns ein bisschen beschreiben, was die erzählen über die Situation im Gazastreifen? Im Gazastreifen berichten sie alle von einer katastrophalen Situation, und zwar durch die Vernachlässigung der zivilen Bevölkerung. Durch Hamas, aber auch durch die Abriegelung der israelischen Administration. Vorher schon war der Gazastreifen hermetisch abgeriegelt, durch Luft, Wasser und so weiter.
Und jetzt ist es noch schlimmer geworden. Nicht und das ganz berichten die Leute. Hermetisch muss man bis auf den der Gaza, Genauigkeit halber sagen, also den, es gibt einzelne Möglichkeiten für medizinische Notfälle. Ja, aber die sind so minimal geworden. Ja, ich will's nur. So minimal geworden. Ich habe zum Beispiel Kontakt zu Ärzten in der Westbank, die auch ihre Informationen über den Gazastreifen auch bekommen, über die Krankenhäuser. Mhm. Und die berichten ständig von einer katastrophalen Situation der Krankenhäuser, die nicht nur zerbombt worden sind, sondern dass die Kinder nicht mal verarztet werden können. Das ist ein Thema genau eben in der Bevölkerung in Jordanien gewesen und in der Westbank, aber auch darüber hinaus. Ja. Vielleicht nur, weil Sie mir das, da ist irgendjemand, der Husten hat, möchten Sie ein Glas Wasser haben? Ja? Okay. Weil es gäbe Wasser, wenn Sie... Ja, eben, deswegen wollte ich ja Wasser bringen. Ich würde ganz gerne noch eine Frage nachreichen, weil Sie gesagt haben, Sie sind gerade erst angekommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie so schnell dann hierher gekommen sind. Sie haben mir vorhin, bevor wir hier auf die Bühne gekommen sind, auch erzählt, was Sie für Begegnungen haben. Ja. Und Sie haben mir von einer Begegnung mit einem Taxifahrer erzählt. Und wenn ich frage nach dem, was diese 3 Wochen angerichtet haben, dann gehören eben auch solche Alltagserfahrungen hinzu. Deswegen ja, ich möchte auf keinen Fall verallgemeinern. Jeder kennt die Taxifahrer in Berlin, die sind einfach frei und... Flockig? Meine Wie sind Frau. Frei, frei und flockig? Ja. Flockig. Flockig? Ja. Sie berichten und sind auch neugierig zugleich. Ist auch in Ordnung. Meine Frau und ich stiegen da ein und dann sagt er, weil wir Gepäck hatten, wo kommen Sie her? Ich habe gesagt, aus Jordanien. Jordanien? Dann sind Sie Araber. Ich sage ja. Aber Sie sehen nicht danach aus. Ich sage, warum? Wie sieht ein Araber aus? Dunkel und gefährlich, sagte er. Ich habe gesagt, ich bin nicht dunkel und nicht gefährlich, bin aber trotzdem Araber. Wenn Sie nicht wollen, dass ich mit Ihnen fahre, steige ich jetzt aus. Daraufhin sofort, nein, ich bin gegen niemanden, gegen keine Religion und keine Nation und so weiter. Und dann fahren wir dann weiter. Ich will nicht verallgemeinern. Aber im Augenblick scheint das so zu sein, dass wir alle in einen Kasten, in eine Schublade gesteckt werden. Und da sollte man wirklich differenzieren, wer eben Hamas unterstützt. Und das ist nicht die Mehrheit hier in Deutschland der Palästinenserinnen und Palästinenser. Die wollen im Frieden leben, sowohl hier als auch in der Heimat, wie jeder andere auch. In Frieden und im eigenen Land, wenn es möglich ist. Das ist ihr Ziel. Ja, ich vielleicht nur einmal, Sie erzählen das mit sehr viel vermutlich Erfahrung, dass Ihnen solche Situationen wieder und wieder erfahren. Und ich vermute, das erklärt auch Ihre Souveränität, mit der Sie es erzählen. Trotzdem möchte ich einmal sagen, dass es mir ausgesprochen leid tut. Und ich möchte auch sagen, dass die Assoziation von dunkel und gefährlich indiskutabel ist. Das ist schlicht und ergreifend Rassismus. Und Sie müssen das nicht sagen, aber ich muss es sagen. Darf ich mal kurz ergänzen? Ich meine, ich kann mich ja auch nicht verteidigen, ich kann damit umgehen. Aber sehe ich ein anderer da, der sich verletzt gefühlt hätte, dann gäbe es möglicherweise einen Streit. Ja, würde nochmal, also ja. Ich glaube, man muss es benennen, was es ist. Und man kann auch sagen, dass es unverzeihlich ist. Emilia Roark, wir haben jetzt ein bisschen schon aus der Ehe sozusagen Außenperspektive oder der vielleicht der größeren Perspektive gehört, was diese 3 Wochen, und natürlich ist das eine Setzung, wir könnten natürlich den Rahmen auch sehr viel weiter aufmachen, vielleicht tun wir das später im Verlauf des Gespräches auch noch,
angerichtet haben in verschiedenen Gemeinschaften und Regionen. Ich würde zunächst von Ihnen gerne wissen, inwiefern es Sie selbst besonders angeht, dieser Konflikt, und vielleicht auch, dass Sie dabei ein wenig erläutern, weil ich glaube, dass das gar nicht unbedingt vorausgesetzt werden kann, dass jeder weiß, was das heißt, was Intersektionalität ist und warum diese Zeit auch eben eine besondere Herausforderung oder vielleicht auch Schwierigkeit ist für Menschen, die intersektional denken und leben. Also ja, an dieser Stelle möchte ich mich gerne verorten, tatsächlich in dieser Debatte, in dieser Diskussionsrunde. Ich bin Jüdin, mein Vater ist jüdisch, halb Ashkenazi, Sephardi aus Deutschland und Algerien. Ich bin, Israel war ein großer Teil meiner Erziehung. Mein Vater war immer so ein sehr überzeugter Zionist. Und gleichzeitig habe ich die Erbe, von dem Sie gesprochen haben, die Angst um unsere Sicherheit. Meine Großmutter hat uns immer gesagt, wir dürfen nicht sagen, dass wir jüdisch sind. Wir müssen das immer verbergen. Sie hat das auch immer verborgen und meinte, dass es sehr wichtig ist, dass man das erfährt. Zu Hause war unsere Mezuzah immer drinnen. Und als ich dann zu anderen jüdischen Freunden und Freundinnen gegangen bin und gesehen habe, dass die Mezuzah draußen war, dachte ich mir, dass sie es falsch gelegt hatten. Vielleicht können Sie also, mal erklären, was das ist. Oder eine Mezuzah, genau, das ist das, was außerhalb von vielen jüdischen Häusern eingehängt ist. Genau. Und ich spreche auch aus der bequemen, wir sprechen hier alle aus der bequemen geografischen Entfernung. Aus der bequemen, also teilweise natürlich Entfernung mit Bezug auf Betroffenheit. Und jetzt an dieser Stelle möchte ich auch sagen, also dieser Raum ist für mich tatsächlich sehr emotional. Ich traue immer noch an den 1300 Menschen, die ermordet wurden, an ihren Familienangehörigen, auch an den Geiseln, die jetzt noch nicht frei sind. Ich finde es aber genauso wichtig, dass wir jetzt zu diesem Zeitpunkt auch über die Menschen in Gaza sprechen, die unter den Bomben und eklatanter, unsäglicher Gewalt seit 2 Wochen leben, dass sie jetzt kein Wasser haben, keinen Strom, jetzt kein Internet mehr. Das ist eine gravierende Situation, die auch sehr oft als eben so Zero Sum Game auch gedacht wird. Das heißt, entweder können wir die Menschen in Israel an ihrer Seite sehen und ihre Trauer sehen, ihren Schmerz sehen, Empathie empfinden für sie, oder wir machen das für die Menschen in Palästina, für die Menschen in Gaza, und dann entsteht ein Konflikt, ein Loyalitätskonflikt. Und ich möchte gern aus dieser Rhetorik kommen, weil das ist das, was wir jetzt in Deutschland beobachten. Jetzt, wenn wir über und deshalb also jetzt ein Moment auch von Trauer für die jetzt fast 8000 Menschen, darunter mehrere tausenden Kindern, die brutal ermordet wurden. Das sind Menschen, genau. Und sie haben auch einen Platz hier in Deutschland in diesem Diskurs. Und dann, wenn wir jetzt über Intersektionalität sprechen, Intersektionalität befindet sich tatsächlich in dieser Situation. Intersektionalität beschreibt die Macht, die Konstellation der Macht in der Gesellschaft und auch die Komplexität der Unterdrückung, die Komplexität der Ungerechtigkeit, wenn ich das so abstrakt ausdrücken darf. Und deshalb natürlich können wir diese Situation in Israel-Palästina auch anhand von Intersektionalität analysieren. Und auch sehen zum Beispiel, dass wie es hier in Deutschland, wie diese Debatte sich ausdrückt, auch verankert ist in Machtgefälle einerseits und auch mit einer gewissen Positionierung Deutschlands mit Bezug auf jüdischen Menschen, mit Bezug auf Judentum, mit Bezug auf Israel. Und deshalb, glaube ich, möchte ich eine kritische Auseinandersetzung damit haben, weil ich glaube, dass es hier in Deutschland eine unverarbeitete Schuld. Wir dachten bis jetzt, dass diese Schuld verarbeitet wurde. Und wir sehen heute, dass es leider nicht der Fall ist. Deutschland ist schuld, hat 6 Millionen Juden und Jüdinnen ermordet hier in diesem Land. Das war Genozid. Und das ist jetzt nicht etwas, das wieder gut gemacht werden kann. Es wird niemals
wieder gut gemacht werden können. Und diese Positionierung oder den Eindruck, dass Deutschland heute mit einem eine grenzenlose und auch voraussetzungslose Unterstützung von einem Staat unabhängig eben von der Regierung ist auch für mich Ausdruck von dieser unverarbeiteten Schuld. Mhm. Ja. Entschuldigung. Ich würde ganz gerne den letzten Punkt, also die Frage des, ja, des Verhältnisses der deutschen Gesellschaft oder auch des deutschen Staates und der Regierung zum Staat Israel, das würde ich gerne mit allen in einer, finde ich, eigenen Runde nochmal besprechen wollen. Das ist sicherlich eine der Fragen, die uns alle umtreibt oder alle beschäftigt. Ich würde ganz gerne nur vorher noch eine Sache nachfragen dürfen, nämlich Sie haben eben gesagt, warum es für Sie emotional ist und warum es für Sie auch wichtig ist, ja, die eigene Geschichte, aber auch die eigene Familiengeschichte deutlich zu machen. Können Sie sagen, wie für Sie in diesen letzten Wochen dieser Bezug oder diese eigene Geschichte als Jüdin mit einer Familiengeschichte, bei der Ihnen beigebracht worden ist, das zu verbergen, darüber nicht zu sprechen, bei denen diese Angst Ihnen ja, Teil der Familientradition war, diese Angst zu haben. Können Sie sagen, wie sich diese Referenz und diese Erfahrung in den letzten Wochen gestärkt, geschärft, stabilisiert oder destabilisiert hat? Also einerseits, ich muss sagen, ich glaube, ich habe einen anderen Zugang gehabt zu der Verbergung von unserer Identität, zu dem Verbergen von unserer Identität, unserer jüdischen Identität, einfach weil das ist nicht meine einzige Identität. Und es gibt auch andere Teile meiner Identität, die ich nicht so gut verbergen kann, wie zum Beispiel meine Hautfarbe. Und deshalb, ich habe seit der Kindheit auch einen anderen Bezug dazu gehabt und war sehr gehorsam und habe das auch nie erzählt, dass ich jüdisch war. Also, because you can pass, also sozusagen, weil das nicht sofort erkennbar ist. Das ist nicht sofort erkennbar bei niemandem, außer bei orthodoxen Juden, die das auch äußerlich tragen. Genau. Was ich aber sagen will, hier in Deutschland, was ich in den letzten Wochen, aber auch schon lange davor bemerkt habe, ist, dass es ein Bild, eine Projektion, also Juden und Jüdinnen sind in Deutschland eine Projektionsfläche für ganz, ganz viel. Und deshalb bleiben wir gefangen in eine besondere Darstellung, eine besondere Vorstellung von was eine gute jüdische Person ist. Und diese jüdische Person muss unbedingt an Israel Bezug haben und auch unbedingt pro-Israel sein. Es erfüllt eine Funktion, um die Konstruktion von Deutschland als über den Antisemitismus hinweg. Und deshalb bleiben wir sind nicht frei. Das will ich auch damit sagen. Also zum Beispiel die Tatsache, dass ich... Langsam, ich habe schon etwas lang. Wir sind nicht frei. Wir sind nicht frei in unsere, in den Ausdruck von unserer Identität, in unserer eigenen... Als Juden und Jüdinnen. Und das wird auch sehr klar, weil zum Beispiel... Also jetzt habe ich meinen Faden verloren wieder, aber nee, alles gut. Genau, und deshalb ist es dadurch, dass diese jüdische Identität eine Funktion erfüllt in Deutschland für eine gewisse Konstruktion von, Versöhnung, also eine Versöhnung gab es auch nicht, meiner Meinung nach. Also es gab Versuche, es gab definitiv auch Scham und eine Schuldanerkennung und das ist gut so und das sollte bei jedem Genozid auch der Fall sein. Das war aber auch selektiv, das muss ich auch sagen. Also es gibt auch eine halbe Million Roma und Sinti, die auch ermordet wurden. Es gab nicht die gleiche Verantwortung von Deutschland, das will ich auch sagen. Und deshalb ist es dann klar, dass für mich die jüdische Identität in Deutschland, weil sie auch so
eng verstrengt wird, verschmolzen mit Israel, das ist auch die jüdische Identität und das jüdische Sein, die jüdische Menschen in einem entfernten Land auch verlagern. Das heißt, jüdisch zu sein ist, also die wahren Juden sind in Israel, die wahren Juden sind an Israel gekoppelt. Was wir aber nicht sehen und was auch verleugnet, also nicht verleugnet wird, sondern verharmlost wird oder heruntergespielt wird, ist, dass hätte es das Genozid, hätte es die Shoah nicht gegeben, würde das Land komplett anders aussehen. Das Land würde komplett, ja, nee, aber ich glaube, das ist wichtig, das zu sagen, weil sonst, also die Pluralität der jüdischen Stimme wäre vorhanden. Sie wäre vorhanden und sie ist vorhanden. Es ist nur das Problem, dass jüdische Menschen zum Beispiel, ich werde hier eingeladen und ich freue mich, ich bedanke mich sehr dafür. Was aber vielleicht im Publikum nicht klar ist, ist, dass bei jeder Einladung, wenn es in einer entfernten Weise oder nicht geht, über Jüdischsein in Deutschland zu sprechen, über NAUS zu sprechen, es gibt viele Menschen, die dann telefonieren und sagen, nein, diese Person sollte nicht hier kommen, sie sollte unsere Stimme nicht repräsentieren, etc. Und ich finde das auch wichtig zu sagen, weil es gibt da auch eine Kontrolle, eine politische Kontrolle über die jüdischen Stimmen in Deutschland. Und das ist für mich eine Kontinuität sozusagen mit einer zutiefst antisemitischen Stellung, das wollte ich sagen. Also ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Danke. Es hat niemand Kontrolle darüber, sehr schön, wer hier eingeladen ist. Und ich glaube, für mich und für uns alle hier ist es wichtig, dass wir eben genau eine Vielfalt von Stimmen und Perspektiven hören und dass wir möglicherweise eben auch die Unterschiede, die Konturen des Widerspruchs und der Unterschiede hören. Und ich glaube, es wird vielleicht bei der Frage des Bezugs zu Israel auch darum noch gehen, diese, glaube ich, Kontroverse zu schärfen. Nicole Deitelhoff, zunächst für mich vielleicht die allerwichtigste Frage bei Ihnen ist, und zwar deswegen, weil wir kurz vor dem Ausbruch der Gewalt im Nahen Osten miteinander sprachen über die Frage, sollen wir wirklich noch auf Twitter sein oder können wir Twitter nicht komplett vergessen? Und wir dachten, wir könnten es vergessen als Informationsquelle. Deswegen würde ich jetzt zunächst als allererstes von Ihnen gerne einmal wissen wollen, wie Sie in diesen letzten Wochen Ihre Informationen bezogen haben, wie Sie auch mit der Unsicherheit mancher Quellen umgegangen sind und danach ein bisschen zu einer Einschätzung dieses Konflikts kommen. Aber erstmal vielleicht die Frage der Quellen. Ja, also tatsächlich würde ich sagen, haben die letzten Wochen gezeigt, dass man X oder Twitter, wie es eigentlich mal hieß, nicht vergessen kann, sondern ein Großteil der Informationen kommt tatsächlich immer noch über X, Twitter, also kommt schneller, muss man sozusagen, kommt frühzeitiger. Gleichzeitig auch die Desinformation kommt schneller über X, Twitter, das ist vollkommen klar. Von daher als Friedens- und Konfliktforscherin mache ich das, was ich eben in allen akuten Krisen und Konflikten tue. Das heißt, ich versuche möglichst viele Quellen anzuzapfen. Das heißt zum einen, was bei uns im Institut passiert ist, dass wir wieder wöchentliche Runden haben, in denen eben alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sitzen mit sehr unterschiedlichen Expertisen, teilweise regionale Expertise, teilweise Waffenexpertise, Terrorismusexpertise und so weiter. Und tatsächlich versuchen, ihre Erkenntnisse zusammenzubringen und wir daraus lernen. Also Fragen sozusagen gemeinsam aufwerfen, unterschiedliche Quellen dann eben auch zu Rate ziehen und darüber versuchen wir so ein bisschen zu schauen, wo stehen wir eigentlich, was wissen wir nicht. Das andere ist, natürlich nutzen wir auch die sozialen Medien, aber da geht es eben auch darum, immer wieder andere Quellen zum Gegenchecken zu nutzen. Aber, und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die viele machen, es ist unglaublich schwierig in einem Konflikt, und das hier ist nicht der erste, der so aussieht, aber in denen eben die mediale Seite des Konfliktes fast schneller ist als die tatsächliche, die Geschehnisse vor Ort, wenn man so will. Also sich das wirklich überschlägt, überlappt und eben nicht unbedingt immer in 1:1 in Deckung zu bringen ist. Es ist unglaublich schwierig, noch Nachrichten zu verifizieren. Es dauert einfach. Es ist eine unglaubliche Zeitverzögerung drin und leider neigen dennoch sehr viele sofort darüber zu urteilen und auf weitreichende Schlussfolgerungen zu treffen. Können Sie sagen,
weil es vielfach bei allen drei Gästen, die vorher gesprochen haben, auch auftauchte, schon unter welchem Blickwinkel, mit welchem Vorwissen, mit welcher Vorgeschichte wir auf diesen Konflikt jetzt schauen. Also ich habe mit meiner Setzung heute gesagt, ich setze jetzt mal den 7. Oktober, aber diese Setzung selber ist natürlich auch eine, die man in Frage stellen kann. Deswegen würde ich ganz gerne den historischen Vorlauf sozusagen etwas aufmachen und zunächst einmal an Sie fragen, hat die internationale Gemeinschaft den Nahostkonflikt fahrlässig ignoriert? Mhm. Und damit verbunden die Frage, war die Staatenlosigkeit der PalästinenserInnen und eben auch die politische Aussichtslosigkeit eigentlich eingepreist? Mhm. Ich glaube, das war nicht für alle Zeiten dieses Konfliktes so. Also man muss immer dazu sagen, das glaube ich gehört immer an den Anfang, dieser Konflikt hat nicht mit dem 7. Oktober begonnen diesen Jahres, er hat auch nicht mit der zweiten Intifada begonnen, er hat auch noch nicht mal mit der ersten Intifada begonnen, sondern dieser Konflikt geht eigentlich ein Jahrhundert zurück. Also er stammt aus der Zeit, in der es überhaupt möglich wurde, einen Staat Israel zu gründen. Damals im britischen Mandatsgebiet Palästina. Und ich will jetzt nicht zu stark in diese Geschichte eingreifen, aber Sie wissen, es gibt dann den UN-Teilungsplan, dass man dieses Mandatsgebiet in einen Teil für eben den zu gründenden Staat Israel und einen Teil für Palästina unterteilt. Die späteren Israelis, sag ich mal so ganz vorsichtig, haben diesem Plan zugestimmt. Die arabischen Vertreter haben diesem und Staatenvertreter haben diesem Plan nicht zugestimmt. Und schon wenige Stunden nach der Verkündung des Staates Israel beginnt der erste Konflikt, in dem die Nachbarn Israels zu den Waffen greifen und versuchen, diese Staatsgründung rückgängig zu machen. Das dauert ein Jahr und am Ende wird Israel sein Staatsgebiet vergrößert haben. Und in den folgenden Jahren und Jahrzehnten kommt es zu zahlreichen weiteren Konflikten mit den Nachbarstaaten, die das Existenz Existenzrecht Israels allesamt und sonders zu diesem Zeitpunkt noch ablehnen. Erst sehr viel später kommt es zur partiellen Anerkennung des Existenzrechts Israels, beispielsweise durch Ägypten, in den 90er Jahren dann durch Jordanien. Aber noch immer ist es nicht in der Region bei allen Staaten so, dass sie das Existenzrecht Israels anerkennen. Ich glaube, das muss man sich erst mal vor Augen führen. Dieser Konflikt war von seiner Grundlage her genau das Zero-Sum-Game, das Sie schon angesprochen haben. Am Anfang ging es darum, wir haben zwei sich als Nationen verstehende Bevölkerungsgruppen gehabt, die das gleiche Gebiet für sich reklamiert haben. Mit der Logik, wenn ich es nicht haben kann, dann bekommt es die andere, mit anderen Worten, ein Zero-Sum-Game. Was ich nicht habe, wird die andere Seite bekommen. Das hat diesen Konflikt von Anfang an geprägt. Abgemildert wurde das dann vor allen Dingen in den 80er Jahren, späten 80er Jahren mit dem Beginn des Oslo-Friedensprozesses. Also es kam zu Geheimverhandlungen in Oslo zwischen der PLO und der israelischen Regierungsvertretern, damals noch gar nicht ganz oben angesiedelt. In diesen Geheimvertretungen kommt es zu dem entscheidenden Durchbruch, in dem Israel bereit ist, die PLO als Vertreterin der Palästinenser zu akzeptieren. Und umgekehrt die PLO dafür bereit ist, das Existenzrecht Israels anzuerkennen und von Waffengewalt in der Durchsetzung der eigenen politischen Ziele abzusehen. Und daraus folgte ein Friedensplan, den man umsetzen wollte, nämlich die Zwei-Staaten-Lösung. Die ist es dann nie geworden. Aber da haben wir das erste Mal eine Abkehr von Zero-Sum-Game gesehen, dass man versucht hat, einen Kompromissbereich tatsächlich zu finden. Der ist nicht geglückt und vielleicht kommen wir in der Diskussion auch darauf, warum das nicht der Fall war. Ich möchte dazu sagen, es war nicht unbedingt, weil es zwischen den beiden Verhandlungsparteien zu Konflikten kam, sondern der Anfang vom Ende dieses Friedensplans in Oslo war innerhalb der beiden Gruppen zu sehen. In extremistischen Israelis auf der einen Seite und in extremistischen Palästinensern auf der anderen Seite. Hier insbesondere würde ich auch die Hamas dazu zählen, die auch einiges getan hat, unter anderem mit der Entwicklung von Selbstmordattentaten in dieser Zeit, die das bombardiert haben. Und erst später kommt es dann dazu, dass auch auf Regierungsseite und auch auf der Seite der palästinensischen Autonomiebehörde es zum Stillstand kommt. In den letzten Jahren ist die Zwei-Staaten-Lösung tatsächlich komplett in den Hintergrund gedrängt worden. Wir haben es tatsächlich mit einer Einstaaten-Realität zu tun. Wir haben es mit einer rechtsgerichteten Regierung, einer der rechtesten Regierung, die wir je hatten in Israel, zu tun, die faktisch verschiedene Schritte unternommen hat, um die eigene Besatzungspolitik in eine Annexion umzuwandeln.
Und ich würde absolut zustimmen, der Rückbau von Rechtsstaatlichkeit, wo wir diese massiven Proteste im letzten Jahr gesehen haben, war auch ein Versuch, um das weiter zu unterstützen. Und das ist einfach ein riesiges Problem. Und dadurch sind wir wieder in der klassischen Zero-Sum-Lösung. Wohlgemerkt, das war nicht nur der rechtsgerichteten Regierung Israels anzukreien. Auf der gleichen Seite oder zur gleichen Zeit sehen wir auf der palästinensischen Seite ähnliche Konflikte. Ich würde ganz gerne noch eine Frage nachreichen und dann gerne an Nassim Moshabash weitergeben. Und zwar die Frage, von mir aus war gemeint auf die Frage, wie die internationale Gemeinschaft darauf schaut. Ja. Und da war meine Frage, ist dieser Konflikt fahrlässig ignoriert worden? Also ist angenommen worden, nur das ist jetzt irgendwie so, dass man es denen überlassen kann oder es gab immer mal wieder Initiative und Versuche, aber ist die Staatenlosigkeit der Palästinenser eingepreist gewesen? Man könnte es auch anders formulieren, wenn man wollte. Man könnte auch sagen, ist sozusagen über die Sicherheit des Staates Israel nur in einer bestimmten Weise nachgedacht worden, der möglicherweise die Sicherheit eben gar nicht garantiert. Also ich will sagen, dass diese Frage des es einfach schwelen Lassens möglicherweise nicht nur eine ist, die aus palästinensischer Perspektive fragwürdig war, sondern eben auch für die Frage des Schutzes oder der Schutzlosigkeit von jüdischen Israelis. Deswegen, ich würde noch einmal nach der internationalen Gemeinschaft fragen wollen und dann Nassim Moshabash. Also ich würde schon sagen, dass die internationale Gemeinschaft in den letzten Jahren diesen Konflikt in der Tat vernachlässigt hat und die großen diplomatischen Offensiven gefehlt haben, um die Zwei-Staaten-Lösung wiederzubeleben. Also ich glaube, das ist der Punkt. Die Zwei-Staaten-Lösung ist nach wie vor das Stichwort, das Sie in allen diplomatischen Äußerungen eigentlich finden. Aber es steckt nicht mehr viel dahinter, stecken keine diplomatischen Initiativen mehr dahinter. Besonders problematisch ist es natürlich mit der US-Administration geworden unter Donald Trump, die dann sich mehr oder weniger eigentlich hinter Netanyahu gestellt hat und gesagt hat, ja, macht mal so, wir eröffnen jetzt unsere Botschaft in Jerusalem und damit eben deutlich gemacht hat, dass man durchaus bereit wäre, wegzugucken, wenn Israel sich auch weiter weg von der Zwei-Staaten-Lösung bewegt. Also von daher, ja, man hat gedacht, man könnte das so ein bisschen ignorieren. Dazu kommt noch die Annäherung, die Israels Regierung auch ganz bewusst unter Kooperation mit den USA, mit vielen Staaten in der Region vollziehen konnte, die Abraham Accords. Und auch da hat man gedacht, naja, also vielleicht müssen wir die Palästinenserfrage gar nicht so hochhängen. Wir sehen ja, dass in der Region es eben auch ohne die Lösung dieser Problematik, dieses Konflikts im Grunde genommen zur Annäherung kommen kann. Ja, ich will eins von meiner Stelle aus ergänzen. Keine dieser Fragen, die wir gerade besprechen, kann als Entschuldigung für die Gewalt der Hamas genommen werden für mich, sondern es ist, glaube ich, wichtig, dass wir sozusagen auf der einen Seite einfach analysieren können, ja, was ist für eine Situation, ohne dass damit eine Legitimierung gemeint ist. Ich glaube, es versteht sich von selbst, aber ich will es trotzdem unbedingt nochmal sagen. Nassim Moshabash. Ja, erstmal zu Beginn. Es gibt keine Rechtfertigung für Hamas, irgendetwas unternommen zu haben. Keine Rechtfertigung. Der Hintergrund der Misere liegt darin, und ich mache hier die Weltöffentlichkeit dafür verantwortlich, dass alle Regelungen, alle Vereinbarungen, die übrigens vom Staat Israel, von allen Staaten der Welt unterzeichnet worden sind, dass es eben eine Zwei-Staaten-Lösung geben solle, nicht implementiert und nicht kontrolliert worden sind. Ich mache auch Deutschland dafür verantwortlich. Deutschland und die EU und die Weltgemeinschaft haben immer zugesehen, wie Israel sich expandiert hatte, auf Kosten der Palästinenser und Palästinenser, wie sie ihre Siedlungen ausgebreitet hatte. Obwohl Deutschland zum Beispiel die Grenze von Israel nur in den Grenzen von vor 1967 anerkennt. Die Bundesregierung spricht auch von einem völkerrechtswidrigen Zustand in den besetzten Gebieten.
Wenn ich das sage jetzt, dann werde ich da im Grunde schon als Antisemit bezeichnet. Aber das ist die Sprachregelung der Bundesregierung. Im Übrigen, bei Gesprächen im Auswärtigen Amt, die ich ja seit 2 Jahren unterbrochen habe, aus bestimmten Gründen, weiß ich, dass die Beamtinnen und Beamten im Auswärtigen Amt über alles Bescheid wissen. Viel mehr als wir. Aber das will ich eigentlich, hoffen. Ja, nein, viel mehr als wir. Dafür haben wir, also. Ja, die wissen es ja. Wenn ich sage, das und das passiert da, das wissen sie. Aber dann sagt, wie ist dann die Handlung dann politisch? Dann läuft nichts. Ich habe einmal einem hohen Beamten im Auswärtigen Amt gesagt, als er über mich erfahren wollte, wie es sei mit dem Israel-bezogenen Antisemitismus. Da habe ich gesagt, was habe ich damit zu tun? Gar nichts. Antisemitismus ist ein Thema hier in Deutschland. Und ich habe ihm gesagt, stellen Sie sich mal vor, die Osmanen, also die Türken, wären jetzt in Palästina und würden Palästina besetzen. Und die Palästinenser genauso behandeln wie die Israelis jetzt. Dann wären wir beide Verbündete. Daraufhin sagte er, Herr Mushabash, das habe ich so nicht gesehen. Ich sage, das müssen Sie aber so sehen, denn die Palästinenserinnen und Palästinenser haben ihre Besatzer nicht selber ausgesucht. Überhaupt nicht. Und das ist das Dilemma. Jetzt sage ich mal Folgendes. Begin und Sadat von Ägypten. Rabin und Arafat und Obama, alle 5, haben den Nobelpreis bekommen für ihre Initiativen zum Frieden. Was ist daraus geworden? Nichts. Wo ist die Implementierung der Vereinbarungen, die getroffen worden sind? Und da mache ich die Weltöffentlichkeit dafür verantwortlich. 100%ig. Denn das Nichtlösen des Problems bedeutet, dass das immer wieder aufkehren wird. Immer wieder. Und Gewalt erzeugt gegen Gewalt. Die Kinder, jetzt bleibe ich in Gaza, bitte keine Rechtfertigung. Ein 12-jähriges Kind hat schon 5 Kriege erlebt. Was wird aus denen? Was wird aus denen? Und von da aus appelliere ich an die Weltöffentlichkeit und an Deutschland, an die deutsche Politik, sich danach zu besinnen und endlich mal nach Gerechtigkeit zu suchen. Die Wege sind da, aber es muss etwas Druck auf den Staat Israel ausgeübt werden. Und es wurde gesagt, es wird immer wieder gesagt, die Zwei-Staaten-Lösung sei gestorben. Nein, die Zwei-Staaten-Lösung ist getötet worden. Netanyahu hat immer gesagt, und da werden Sie mir zustimmen, 2019 hat er vor seiner eigenen Partei gesagt, wer die Zwei-Staaten-Lösung, öffentlich hat er das gesagt, vereiteln will, muss Hamas stärken. Das muss man sich da vorstellen. Weil er in der Autonomie zum Beispiel Präsident Abbas nicht als Gesprächspartner akzeptieren wollte. Und von da aus ist dann die Zwei-Staaten-Lösung dann negliert bzw. vernachlässigt worden. Das Dilemma liegt darin, dass wir eine gerechte Lösung haben müssen. Und der Schlüssel des Friedens liegt in der Beendigung der Besatzung. Wir werden, glaube ich, über die Perspektiven in einem späteren Teil noch sprechen. Erstmal, es gab jetzt so viele gleichzeitig, die etwas sagen wollten. Ich nehme es einfach nacheinander. Also erst Amri Böhm, Emilia Roark und dann Nicole Deitelhoff nacheinander. Und dann habe ich noch ein paar systematische Fragen. Yeah, thanks very much. I think that we can agree about almost everything. Ich denke, wir können uns auch beinahe alles einigen. Ich möchte nur einige Dinge spezifischer darstellen in Bezug auf bestimmte Aspekte, obwohl ich vielleicht nicht hier alle Ziele treffen kann. Hier war kein Wortspiel intendiert. Die Frage war ja, ob die internationale Gemeinschaft die Region vernachlässigt hat. Und ich denke, dass die Frage mit Ja beantwortet werden muss. Der Grund für diese Vernachlässigung der Region war, dass man angenommen hatte, dass Israel weitermachen könnte wie bisher und in Sicherheit bleiben könnte, ohne dass es eine politische Lösung für die Situation gibt. Die Annahme war,
dass die Mehrheit in der Gesellschaft und auch die palästinensische Gesellschaft sozusagen in Schach gehalten werden kann. Und das, wann immer die israelischen Interessen auf dem Spiel stehen. Und deshalb gab es diese Tendenz, einige von uns haben das jahrelang angesprochen, immer noch zu sagen, wir unterstützen nach wie vor die Zwei-Staaten-Lösung, und das bedeutete gleichzeitig gar nichts. Das war quasi der Weg zu dieser Explosion, die wir jetzt feststellen können. Ob das nun rechtfertigt oder erklärt, was die Hamas jetzt tut? Nein, absolut gar nicht. Und ich muss sagen, und hier sind wir uns sicherlich tendenziell einig, dass das sicherlich eine Frage ist, die auch viel in akademischen Kreisen diskutiert wird, in den Vereinigten Staaten und auch hier. Und das muss ausgesprochen werden und muss auch diskutiert werden. Aber das ist sicherlich nicht das Wichtigste, was im Augenblick diskutiert wird und auf dem Tisch liegt. Dies ist vielmehr die Katastrophe, die sich gegenwärtig in Gaza abspielt. Und diese Vernachlässigung der Palästinenser von Seiten der internationalen Gemeinschaft vor dem 7. Oktober und auch in Bezug auf den Umgang mit der Situation im Gazastreifen jetzt. Wenn also die Menschen versuchen, über den Kontext der Situation zu sprechen, dann wird uns unterstellt, dass wir die Hamas rechtfertigen, und das sollten wir natürlich nicht tun und tun wir auch hoffentlich nicht. Aber der Kontext würde uns natürlich erläutern, was die Verantwortung Israels ist gegenüber den Palästinensern, also rechtliche Verantwortlichkeiten in Bezug auf die Palästinenser. Das kann man nämlich spezifizieren. Und es gibt natürlich auch die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft gegenüber der palästinensischen Bevölkerung. Und dann kann man natürlich auch das Versagen der Gemeinschaft hier anprangern. Ein Beispiel. Die Menschen vergessen das, aber die Zivilbevölkerung in Gaza ist nicht Bürger oder Bürgerin eines souveränen Staates. Und all das hat zu tun mit der Geschichte der Besetzung, der Kolonialisierung, und das hat alles zu tun mit den israelischen Absichten in Bezug auf ein komplettes oder ein vollständiges Territorium. Dieses Zitat von Benjamin Netanyahu, der sagte, dass um die Zwei-Staaten-Lösung zu töten, man Hamas stärken müsste. Das Ganze wäre ja nicht besonders kontrovers auf Hebräisch, auch außerhalb der Haaretz und der. Das ist etwas, was sozusagen ein Konsens ist, auch in den Kreisen der Gemäßigten und der Linken. Das ist nicht nur eine Strategie von Netanyahu, sondern auch von denjenigen links, politisch links von Netanyahu, die keine Lösung möchten. Das rechtfertigt nicht im Geringsten die Taten der Hamas. Und das ist etwas, was wiederholt verdeutlicht wurde. Ich weiß, dass Sie das nicht hören müssen, aber einige meiner Kollegen in New York, denen muss man das immer wieder sagen. Und deshalb tue ich das. Es sagt aber doch einiges über die Verantwortung von Israel. Und noch etwas dazu. Die Frage ist ja, wer ist der Souverän in der Region? Israel ist nach wie vor eine Besatzungsmacht in Gaza und muss entsprechend auch die Zivilbevölkerung schützen, mindestens. Selbst wenn das rechtlich nicht eindeutig der Fall ist, aber die Tatsache, dass die Menschen in Gaza keine Bürger eines souveränen Staates sind, hat natürlich auch zu tun mit der Geschichte der Besatzung in der Region. Und deshalb ist es die Verantwortung Israels, diese Bevölkerung zu schützen, während Israel sich gleichzeitig gegen die Hamas schützt. Das heißt, hier muss die Messlatte sehr hoch liegen, und das ist etwas, was heute nicht gesagt wird. Wenn israelische Vertreter sehr deutlich sagen, dass sie die Zivilbevölkerung in Gaza nicht so sehr schützen möchten, und da sehen wir von den Amtskollegen in Deutschland nicht ein Statement, dass das sozusagen einigermaßen deutlich macht, dass Israel auch sich an das Völkerrecht halten muss und sich gegenüber dem Völkerrecht entsprechend verantwortlich sein muss. Natürlich sagt die deutsche Bundesregierung, dass sich Israel an das Völkerrecht halten muss.
Das sagt sie selbstverständlich, sagt auch die Außenministerin bei jeder Gelegenheit. Und so viel Ehrlichkeit sollte sein. Das ist nicht so. I'm sorry, aber es stimmt einfach nicht. Es wird ganz deutlich gesagt, dass Israel sich in seiner Reaktion auf die Anschläge vom 7. Oktober an das Völkerrecht halten muss. Das ist die offizielle Politik. Ja, ja. Das muss man wirklich auch dazu sagen. Dann kann man immer noch glauben, dass das vielleicht nicht wholeheartedly so gemeint sein kann. Aber das ist die offizielle Politik. Und ich finde, auch das gehört dazu. Ich würde ganz gerne einmal Emilia Roy das Wort geben und würde dann aber gerne diese Fragen, die da anstehen, versuchen, etwas zu systematisieren, indem wir spezifisch über die Frage der was ist legitime Selbstverteidigung und wo sind die Grenzen der legitimen, also sozusagen systematischer sprechen. Und auch über die Frage, mit welchen Begriffen beschreiben wir die Situation im Gazastreifen. Ich will nur sagen, da möchte ich gerne hin, aber vorher einmal Emilia Roy. Also erstmal, ich habe ein großes Unbehagen, wenn wir jetzt sagen, dass es eine Vernachlässigung der internationalen Gemeinschaft war. Das war keine Vernachlässigung, das war ein aktiver Schutz des Status quo. Weil es Interessen in der Region gibt. Und das können wir jetzt nicht so betrachten, als es gibt einen Konflikt und dann gucken wir ein bisschen drauf und schauen so, ja, sollen wir was machen oder nicht? Nein, es gibt eine aktive Position. Und es ist genauso wie heute. Das ist jetzt keine Vernachlässigung von dem, was in Gaza passiert, sondern es ist ein aktiver Schutz von der Gewalt in Gaza und in Palästina im Moment. Das muss gesagt werden und das stimmt. Also in Deutschland ist die Debatte auch so verkrampft. Es gibt so viele Sachen, die einfach auch als wo die Debatte einfach nicht so fließt, wie es eigentlich sollte. Ich finde, darf die ich ganz Frage kurz einmal, da, weil ich mich da jetzt angesprochen fühle? Ah, nein. Weil ich sagen würde, wir sitzen jetzt hier. Ja, ich weiß, wir machen das. Wir führen sie jetzt. Wir machen das. Ja, aber das ist mir wichtig, weil es sozusagen. Es war nicht gegen dich gemeint. Es geht gar nicht darum, es persönlich zu sagen, sondern ich glaube wirklich, dass es entscheidend ist, dass wir eben diese Räume, die wir haben, in denen diese Kontroversen auch mit Respekt und mit Empathie und mit Gründen geführt das werden, wir wertgeschätzt werden. Das machen wir. Und deswegen glaube ich, ist es. Es ist nicht, ich habe jetzt vielleicht einen Ton, wo ich so sehr klar weiß, was ich sagen will. Ja? Und es ist eine gewisse Emotionalität, die vielleicht auch nicht so, die ein bisschen so bedrohlich rüberkommt. Ja? Aber das ist jetzt einfach eine Meinung, die mir wichtig ist zu äußern. Und es ist keinerlei eine Attacke, das ist keinerlei eine persönliche Unterstellung oder irgendwas in der Art. Das wollte ich kurz sagen und deshalb will ich gerne das zu Ende sagen, weil für mich, jetzt reden wir, und das ist absolut der Fall, dass ich auch schwierige Gespräche haben musste, um wirklich klarzumachen, dass die Gewalt der Hamas keine Rechtfertigung hat, keine Legitimation hat. Da sind wir uns einig und ich habe das Gefühl, dass es es ist wichtig, dass es gesagt werden muss. Und gleichzeitig, und da sehe ich eine sehr gefährliche Ambivalenz, nicht Ambivalenz, sondern ein Paradox, wo diese Legitimation der Gewalt findet aber statt im Moment. Das heißt, die Gewalt in Gaza wird legitimiert. Und die wird legitimiert, also es gibt vielleicht, Entschuldigung, die habe ich nicht gehört. Ich habe auch auf keinen Accounts von PolitikerInnen gesehen, sodass sie wirklich mit so viel Anteilnahme und so viel das habe ich ehrlich gesagt nur am Rand gesehen. So, das war so eine sehr marginale Haltung. Und deshalb müssten wir auch wirklich darüber sprechen. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, jetzt, wenn wir über die jetzige Situation sprechen. Und aus unserer, wir haben eine sehr bequeme geografische, intellektuelle Distanz zu dem Ganzen und diskutieren, wie könnte es geregelt werden. Ein bisschen als Bedingung habe ich das Gefühl, und jetzt nicht hier in diesem Raum, sondern generell in Deutschland, als Bedingung für die Beendung der Gewalt in Gaza. Und für mich ist es gibt keine Legitimation, keine Rechtfertigung für die Gewalt, die im Moment in Gaza passiert. Absolut keine. Und dann zweitens, es gibt die Frage des Antisemitismus, weil, Sie haben gesagt, ja, Antisemitismus gibt es in Deutschland. Ja, tatsächlich gibt es Antisemitismus in Deutschland. Und das, was mich sehr stört, ist die
Art und Weise, wie plötzlich, wir haben das Gefühl, dass Antisemitismus auf einmal jetzt aufgetaucht ist in Deutschland und die Empörung, die es geben sollte, also Antisemitismus ist real in Deutschland. Wir haben eine zutiefst antisemitische Partei, die jetzt an so viel Macht gewinnt. Haben wir jetzt die gleiche Empörung und mit so viel Eifrigkeit und mit so viel Ehrgeiz gesehen und so viel Herzblut gesehen, wie dieser Antisemitismus auch bekämpft wird? Nein, das kann ich auch schon sagen. Und das ist ein Problem, weil das sollte auch hier passieren. Ich will nicht verneinen, dass es keinen Antisemitismus gibt, auch auf anderen Seiten der Gesellschaft, auch unter muslimischen Menschen, unter anderen Menschen. Also, ja, absolut, das gibt es. Es ist keine Verharmlosung, aber diese zweierlei Maß mit dem, wie mit Antisemitismus auch umgegangen wird, zeigt mir, wie es in Deutschland so tief mit antimuslimischen Rassismus verschränkt wird. Weil wenn die Antwort für Antisemitismus die Abschiebung von muslimischen Menschen ist und alle, die nicht weiß sind, dann haben wir gesehen, dass Deutschland ihr Antisemitismusproblem gar nicht gelöst hat. Ich gebe es gleich an Nicole Deitloff. Ich würde vielleicht nur gerne ergänzen, nicht widersprechen wollen, ergänzen wollen und sagen, ich wünschte mir, ich wäre zu dieser Form von intellektueller Distanz in der Lage. Und ich muss auch sagen, sie ist mir auch nicht gegeben als nicht-jüdische Deutsche, die sich der Reflexion auf die Shoah verpflichtet fühlt. Das entbindet einen dann leider nicht von all den komplizierten Fragen, die dann immer noch damit zusammenhängen, aber ich wollte sozusagen das mindestens für mich einmal gesagt haben. Nicole Deitloff, ich würde ganz gerne ein paar der Fragen sozusagen systematisieren, um sie nochmal anders zu adressieren. Das ist zunächst die Frage nach dem, was, glaube ich, die ganze Zeit auch schon mitschwingt und auch im Diskurs in der deutschen Öffentlichkeit, aber sicherlich auf der EU-Ebene ein riesiges Thema und auch bei den UN-Abstimmungen ein riesiges Thema ist, die Frage, was zählt als legitime Selbstverteidigung? Der Staat Israel hat selbstverständlich das Recht, sich zu verteidigen und auch eben zu schützen, zu versuchen, vor Anschlägen der Hamas. Und dann ist aber eben die Frage, was sind die Grenzen, wie setzt das internationale Recht oder das Völkerrecht dieser Selbstverteidigung Grenzen? Und ich würde zunächst einmal ganz gerne von Ihnen hören, was sind das für Grenzen? Ja. Und wie tobt der politische Kampf um die Bestimmung dieser Grenzen im Moment? Vielleicht auch der militärstrategische, glaube ich. Da gibt es auch Dinge, die haben tatsächlich mit sozusagen mit der Frage der Umsetzung zu tun. Aber zunächst einmal finde ich, glaube ich, ist es wichtig, normativ zu klären. Ich versuche das mal. Ich bin keine Völkerrechtlerin, sondern eben nur Friedens- und Konfliktforscherin, die sich so ein bisschen auch mit Völkerrechtsfragen ab und an beschäftigen muss. Aber gibt es andere Expertinnen und Experten, die das besser können. Israel hat das Recht, sich selbstverständlich zu verteidigen gegen diese Angriffe, die vom Gazastreifen ausgehen. In seiner Verteidigung muss es aber das humanitäre Völkerrecht wahren. Und das heißt, dass es verhältnismäßig agieren muss. Das heißt, es muss sozusagen seine Verteidigung, also seinen Schutz gegenüber weiteren Angriffen vornehmen, ohne dabei unverhältnismäßig die Zivilbevölkerung zu treffen. Das ist es im Grunde genommen, worüber wir reden. Dann gibt es noch eine ganze Reihe von ganz spezifischen Kriegsverbrechen, also beispielsweise zivile Einrichtungen ins Ziel zu nehmen, sofern sie nicht militärischen Zwecken dienen. Und das könnte ich jetzt auch noch so ein bisschen ausdifferenzieren. Aber im Grunde genommen ist es dieser Aspekt der Verhältnismäßigkeit, der für uns interessant ist. Also militärisch-strategische Ziele ausschalten, ohne dabei übermäßig die Zivilbevölkerung zu gefährden. Darum geht
Realität ist. Und das ist natürlich aber auch das große Dilemma. Wenn wir es mit einer Region zu tun haben, wie das nun mal in Gaza der Fall ist, wie es bei der Hamas der Fall ist, sollte man vielleicht dazu sagen, in der die Hamas eben ihre Kommandoposten, teilweise auch ihre Raketenabwurfzentren direkt in zivilen oder auf zivilen Einrichtungen hat. Das ist sozusagen ein großes Problem oder teilweise in Tunneln unter diesen zivilen Einrichtungen hat. Also sozusagen, wir haben es hier auch mit einer Gruppierung, einer Terrororganisation, auch das wäre immer noch mal wichtig zu sagen, keine Befreiungsorganisation, sondern eine reine Terrororganisation, die ganz bewusst Zivilistinnen und Zivilisten als Schutzschild benutzt und das auch schon vorher getan hat. Auch das ist nichts Neues, das wir jetzt erleben. Das macht sozusagen die Lage für die israelischen Streitkräfte relativ herausfordernd. Wie kann sie also sicherstellen, zum einen den Feind auszuschalten, ohne dabei die Zivilbevölkerung unverhältnismäßig in den Fokus zu rücken? Und darüber geht jetzt auch der Streit. Was darf Israel? Darf es zum Beispiel diese Luftbombardements fortsetzen, obwohl dabei vollkommen klar, und das ist auch unbestritten, es sehr, sehr viele zivile Opfer gibt. Gab und weiterhin geben wird. Tausenden. Darf es, bitte? Tausenden. Ja, selbstverständlich. Werden. Selbstverständlich. Darf es das? Darf es eine Bodenoffensive starten? Also selbstverständlich bezog sich es auf die Zahl. Entschuldigung. Nicht auf die Frage, ob es das darf. Nur nein, das, nur das es ging mir um die, es ja. war nur die Nachfrage der Zahl. Mir ging es darum, dass der Streit, den wir in den Vereinten Nationen, den wir in der Europäischen Union, den wir auch im deutschen Diskurs haben, geht darum, ob es das darf oder nicht und unter welchen Bedingungen es das darf. Das Völkerrecht hat dafür dieses Prinzip der Verhältnismäßigkeit, aber es gibt keine, das ist ganz wichtig, es muss in jedem Einzelfall ausgelegt werden. Es gibt keine Linie, die Sie zeichnen können auf eine schwarze Tafel und damit ist es ein für alle Mal klar, sondern in jedem Einzelfall muss das neu ausgelegt werden. Gut, und wenn Sie ja. jetzt anschauen, was wir jetzt gesehen haben in diesen Wochen bisher, da ist es die, sind es ja verschiedene Maßnahmen. Wir erleben eben, das eine ist eine Frage von Blockade, von Elektrizität, von Wasser, von Nahrungsmitteln, von Lebensmitteln. Es gab zwischendurch, nach langen Verhandlungen, sind eine begrenzte Anzahl von Hilfsgütern, LKWs über Rafah aus Ägypten hineingekommen. Nach allen Einschätzungen der NGOs weit unterhalb dessen, was nötig ist. Also das ist das eine, diese Blockade. Das andere ist das Bombardement. Und es gibt vereinzelte Einsätze von Truppen, vor allem im nördlichen Teil. Wenn Sie das jetzt anschauen, dann ist, glaube ich, relativ naheliegend, auch nach dem, was Sie schon beschrieben haben, was auf rein militärischer Ebene die Schwierigkeiten in diesem sehr eng besiedelten Gazastreifen sind. Ich habe eins noch vergessen, die Aufforderung zur Evakuierung, also von 1 Million Menschen, die aus dem nördlichen Teil des Gazastreifens aufgefordert worden sind, in den südlichen Teil zu fliehen. Auch das gehört zu den Anordnungen und Maßnahmen. Wenn Sie das jetzt beurteilen nach dem, was geschehen ist, entspricht das Ihrer Deutung nach dem, was unter legitimen Maßnahmen der Selbstverteidigung noch fallen würde? Fällt das Ihrer Einschätzung nach noch unter das, was durchs Völkerrecht gedeckt ist? Ich würde sagen, und da werden wahrscheinlich jetzt einige von Ihnen überrascht aufmerken, es verbessert sich. Ich würde sagen, wenn es verbessert sich. Die Lage, was das angeht, verbessert sich tatsächlich. Wirklich? Wenn ich bin, mir einmal ausführen lassen, in den ersten Tagen und Wochen nach diesem Angriff haben wir erlebt, dass Israel sehr, sehr starke, sehr, sehr harte Maßnahmen ergriffen hat und erst auf erheblichen Druck von Seiten einiger Staaten sich bereit erklärt hat, von diesen harten Maßnahmen abzuweichen. Da geht es zum Beispiel um die Öffnung humanitärer Korridore, beispielsweise über den Grenzübergang von Rafah. Das haben wir am Anfang überhaupt nicht gehabt.
Das ist erst auf Druck zustande gekommen, das meine ich damit, es verbessert sich. Ich meine damit auch die ausbleibende Bodenoffensive. Viele haben erwartet, dass sie sehr viel früher einsetzen würde. Israel ist nicht zur Bodenoffensive übergegangen. Und viele sagen, der Grund dafür ist unter anderem, es mögen auch noch andere Motive eine Rolle spielen. Also verbessert meinen Sie qualitativ und nicht... Also es ist so, ich meine nicht mit Blick auf die Zahl der Opfer, aber gefragt worden bin ich danach, meinen Sie, dass das, was wir sehen an israelischen Gegenmaßnahmen, Ihrem Verständnis des humanitären Völkerrechts entspricht? Und da würde ich sagen, es verbessert sich. Wenn ich gesehen habe, was die ersten Reaktionen waren, dann waren die vor allen Dingen von und vollkommen verständlicher Wut geprägt. Man hat drastische Maßnahmen, wie zum Beispiel die komplette Blockade des Gazastreifens, angeordnet. Man hat sich erst nach einiger Zeit dann zu einer Öffnung für humanitäre Hilfslieferungen über den Grenzübergang Rafah bereit erklärt. Das ist natürlich eine Verbesserung, denn selbstverständlich muss Israel dafür Sorge tragen, dass humanitäre Hilfe an die Zivilbevölkerung kommen kann. Das ist vollkommen klar. Dazu waren sie am Anfang nicht bereit, dazu sind sie inzwischen bereit. Ist das immer noch zu wenig? Das mag sein, wobei wir sehen, dass jetzt schon mehr kommt. Man darf, glaube ich, auch nicht die Rolle Ägyptens dabei übersehen. Auch Ägypten hat am Anfang Rafah nicht geöffnet. Also auch das sozusagen spielt natürlich eine Rolle dabei. Worum es mir nur geht, ist, wir haben am Anfang sehr harte Maßnahmen gesehen. Wir haben dann harte Debatten gesehen. Heißt harte Maßnahmen denn welche, die... durchaus nicht im Rahmen des humanitären Völkerrechts waren. Das meine ich damit. Wenn ich sage, es verbessert sich qualitativ, dann würde ich sagen, dass wir sehen, dass Israel sich mehr darum bemüht, sich im Rahmen des humanitären Völkerrechts zu bewegen. Wird bei diesen Gegenschlägen vermutlich es zu weiteren Verletzungen des humanitären Völkerrechts kommen? Ja, da bin ich mir sogar ziemlich sicher, weil ich keinen einzigen, ich kenne keinen einzigen, um das einmal zu sagen, keinen einzigen militärischen Konflikt, in dem es nicht dazu gekommen ist, geschweige denn in einem solchen Szenario. Ich würde ganz gerne dieselbe Frage an ja, auch Nassim Mushabash und Omri Böhm und Emilia Rohr. Also die Frage nochmal, die ich eben auch gestellt habe, die Frage, bis wohin sozusagen geht das legitime Recht auf Selbstverteidigung, wo sind die Grenzen? Und wenn wir das anschauen, was geschehen ist, bewegt sich das im Rahmen des Völkerrechts oder nicht? Unter der Einhaltung des Völkerrechts darf sich jeder verteidigen, der angegriffen wird. Jeder. Auch ein besetztes Volk darf sich verteidigen nach dem Völkerrecht. Wir sind uns einig hier auf diesem Tisch und darüber hinaus, dass die Hamas diese Legitimation nicht hat. Mhm. Okay? Da reden wir nicht mehr drüber. Aber das palästinensische Volk unter der Okkupation nach dem Völkerrecht hat das Recht, sich selbst zu verteidigen. Das kann man nachlesen. Mit welchen Mitteln auch immer. Die haben versucht, erstmal mit Terror, das wissen wir, in den 70er Jahren, Flugzeugentführungen, Kidnapping und so weiter. Dann haben sie versucht mit PDS, mit anderen friedlichen Mitteln. Das ist ihnen niemals gelungen. Ich wollte nur mal sagen, die versuchen alles. War aber auch schon inakzeptabel. Ja, ja. Also unakzeptabel. Nur, dass wir da jetzt nicht, jetzt glaube ich missverständlich. Das sind natürlich nicht legitime Mittel nicht des legitim. Widerstands hab ich ja nach gesagt. Dem Völkerrecht. Habe ich ja gesagt. Okay. Unter Einhalt, das ich war, glaube ich, ein Missverständnis. Ich habe gesagt, unter Einhaltung des Völkerrechts dürfen sie. Ich habe die anderen Beispiele genannt, die waren nicht völkerrechtskonform. Das habe ich auch gesagt, bewusst. Das war nur wichtig, glaube ich, zu klären. Nein, die waren nicht völkerrechtskonform. Alles, was mit dem Völkerrecht zu tun hat, ist legitim und legal bei jedem Volk. Das andere ist, als Abbas zum Beispiel sich zweimal erlaubt hatte, eine Entgleisung vorzunehmen mit dem Vergleich und so weiter, haben wir von der deutsch-palästinensischen Gesellschaft ihn öffentlich zweimal gerügt und uns von ihm distanziert. Will sagen, dass unsere Gesellschaft sich für eine friedliche Regelung einsetzt, für den Aufbau einer zivilen Gesellschaft und niemals für Gewalt. Wir lehnen Gewalt strikt ab. Strikt ab. Was wir aber auch der deutschen Politik sagen, ist Folgendes. Wir akzeptieren und anerkennen und respektieren die Verantwortung des deutschen Volkes und der deutschen Regierung, dass sie sich Juden und Jüdinnen und Judentum verpflichtet sind. Das ist unsere Position. Nicht aber,
nicht aber bedingungslos nach dem Staatsräson von Bundeskanzlerin Merkel, bedingungslos die Fehler der israelischen Politik, die ich kritisiere. Und in dem Augenblick, wenn wir die Politik Israels kritisieren, gelangen wir dann genau in die Ecke, wo wir da sagen, Moment mal, was habe ich dann damit zu tun? Ich bin nicht antisemitisch, wenn ich die Politik kritisiere. Ich kritisiere die Politik auch hier. Von da aus gibt es Nuancen. Darüber hinaus sage ich mal Folgendes. Ich bin dafür, wenn die EU ihre Hilfsgüter ganz einstellt für die Palästinenser, auch in den palästinensischen Autonomien. Ich sage Ihnen warum. Da sind wir uns einig. Dafür ist dann verantwortlich ausschließlich Israel. Für das Wohlergehen der besetzten Palästinenserinnen und Palästinenser. Nur dann. Deshalb sage ich, okay, EU, stellt eure Hilfe ein. Nur Israel ist dafür verantwortlich. Und da möchte ich mal sehen, was dann los ist. Also ich würde sehr ungern, dass die EU ihre Hilfe einstellt. Aber ich bin hier nicht on the spot. Ich würde ganz gern noch zurückkehren, Amri Böhm und dann auch Emilia, zu der Frage der Grenzen dessen, was unter legitime Selbstverteidigung gezählt wird und eben auch die Frage, in welchen Begriffen das beschrieben werden kann, was im Moment in Gaza militärisch geschieht. Ja, perhaps the beginning of an answer can vielleicht go kann back ich to some mit einer Antwort beginnen. Ich würde sagen, ich habe da ein wenig eine andere Meinung zu einigen Dingen. Ich habe das nicht genau überprüft, vielleicht haben Sie das. Ich bin nicht unter dem Eindruck, dass die deutsche Regierung auch nur halbwegs genug tut, um es zu verdeutlichen, dass Israel zur Verantwortung gezogen werden sollte in Bezug auf den Respekt des Völkerrechts. Also die Bekundungen aus Israel in den letzten Wochen waren furchtbar und das auf höchster Ebene. Yitzhak Herzog hat sehr deutlich geäußert, dass die Unterscheidung zwischen beteiligten und nicht beteiligten Zivilisten in Gaza falsch ist, etwas, was wir neu bedenken müssen. Und ich kann mir keine deutlichere Verletzung des Völkerrechts vorstellen durch eine hohe Behörde in Israel. Nun gibt es inzwischen ungefähr 8.000 Opfer in Gaza und über 1.000 Kinder tot. Und ich denke, das hätte wirklich eine sehr klare Verurteilung erfordert. Und nichts Ähnliches hat überhaupt stattgefunden. Es gab ähnliche Statements von Seiten hochrangiger Regierungsvertreter Israels. Sie haben gesagt, sie schließen die Grenze. Keiner von uns ist hier Völkerrechtsexperte, aber ein bisschen was wissen wir schon. Und wir können schon sagen, dass Israel die Verantwortung hat, den Schaden gering zu halten und in der Vergangenheit sehr deutlich geäußert hat oder zumindest unterstellt hat, auch diesen Schaden zu minimieren in Gaza. Aber hochrangige Militärvertreter haben inzwischen gesagt, das wollen wir nicht mehr tun. Wir möchten den Schaden sogar ausweiten und nicht die Präzision. Und da hätte man ganz deutlich reagieren müssen von Seiten der internationalen Gemeinschaft. Und das wurde nicht getan. Wenn die Situation in einem anderen Land stattgefunden hätte, dann hätten wir bestimmt Botschafter zurückgerufen, also wenn 8.000 Menschen tot sind in Gaza. Das ist sicherlich etwas, was diskutiert werden müsste. Caroline hat mich dann gefragt nach den Konzepten oder den Standards, die wir verwenden sollten, wenn wir versuchen zu messen oder
zu ermessen, was eine angemessene oder verhältnismäßige Reaktion im Gazastreifen ist. Israel hat die Pflicht, sich selbst zu verteidigen, nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht und auch die Pflicht, die eigenen Bürger zu verteidigen und hat natürlich auch Verpflichtungen gegenüber der palästinensischen Bevölkerung, das sagte ich schon vorher. Aufgrund des historischen Kontextes und auch aufgrund des rechtlichen Kontextes. Dieser ist komplex. Da habe ich auch gesehen, dass es einige Differenzen gibt, aber es ist zu einfach zu behaupten, dass Israel souverän im Gazastreifen ist. Aber der Gazastreifen ist besetzt von Israel in gewissem Maße. Das ist schwierig zu definieren, aber der Gazastreifen ist zumindest kein Staat und die Palästinenser sind nicht Bürger eines souveränen Staates. Das ist leicht festzustellen. Und das hat natürlich auch mit den Verantwortungen Israels in der Region zu tun. Und welche Konsequenzen erwachsen daraus? Was sind die rechtlichen Verpflichtungen gegenüber unbeteiligter Zivilbevölkerung in Gaza? Ich möchte hier einen heuristischen Ansatz vorschlagen. Also wir haben 224 israelische Geiseln gegenwärtig, die im Augenblick in Gaza festsitzen. Man könnte ergänzen, also es sind auch verschleppte Geiseln mit doppelten Staatsbürgerschaften. Es sind deutsch-israelische dabei, es sind argentinische, weiß ich jetzt per Zufall oder nicht per Zufall, aber also nur als Ergänzung. My suggestion is to think also about ein Vorschlag wäre, the attempt to minimize the damage to uninvolved civilian population den Versuch, in Gaza, den Schaden zu gering zu halten, to the way that Israel would relate und unbeteiligte Zivilisten rauszuhalten aus dem Konflikt, das wäre sozusagen auf einer Ebene zu stellen mit dem Schutz der Geiseln vor dieser militärischen Auseinandersetzung. Wenn es also ein militärisches Ziel gibt und es gibt Kollateralschaden, sogenannten Kollateralschaden, dann habe ich keinen Zweifel, dass was die israelische Regierung da entsprechend anlegt als Standard für Kollateralschaden, ob es also möglich wäre, dass diese Geiseln getötet würden, dann müsste man natürlich entsprechend dieser Standards den militärischen Wert der Ziele aussuchen und die Berechnung des Kollateralschadens, der da auftritt. Und da würden dann sozusagen die Maßstäbe sehr hoch angelegt. Und im Augenblick erscheint es so, dass dieser Maßstab gar nicht so hoch angesetzt ist, wenn Israel annehmen muss oder nicht annehmen muss, dass die eigenen Geiseln in der Bevölkerung hier angegriffen werden können. Sozusagen das Denkmodell verstanden wird. Ihr Vorschlag ist zu sagen, zur Beurteilung der Frage, wie das israelische Militär im Gazastreifen vorgeht, zu sagen, sie müssten gleichermaßen bei all ihren einzelnen Schritten gleichermaßen den Schutz des Lebens ihrer Geiseln wie den Schutz palästinensischen Lebens bewerten. Yes. Das habe ich. Genau. Okay. That's right. And the reason for this is first that the assumption that Israel has some duty. Ja, genau. Und das hat damit zu tun, dass Israel einige Verpflichtungen hat und rechtliche Verantwortlichkeiten gegenüber der Zivilbevölkerung in Palästina. Und das hat zu tun mit der Besetzung. Und natürlich ist Israel nach wie vor noch eine Besetzungsmacht in Gaza. Und zweitens muss die Zivilbevölkerung absolut geschützt werden. Und das. Ich bin mir sicher, da gibt es Reaktionen, aber die Zivilbevölkerung muss absolut geschützt werden und das widerspricht nicht der Tatsache, dass manchmal einige militärische Ziele es rechtfertigen, das Risiko einzugehen, dass ein Kollateralschaden auftritt und dass unbeteiligte Zivilisten hier auch vielleicht zu Tode kommen. Und natürlich ist es so, dass wir entsprechend genauso die unbeteiligten Zivilisten erwägen müssen wie die Geiseln.
ich weiß nicht, wie lange Sie noch können, aber Sie merken schon jetzt, es wird auf jeden Fall länger als die übliche Zeit werden. Ich will das noch einmal, weil wir sind überhaupt noch gar nicht angekommen bei der Frage der Perspektiven nach vorne. Ich finde aber wichtig und ich hoffe, ich habe Ihr Verständnis dafür, dass wir diese Fragen mit dieser Ruhe diskutieren und dass auch jeder, dass auch alle sozusagen Zeit haben, so genau zu formulieren und auch ja, ihre eigenen Erfahrungswerte mit einzubringen, wie das hier geschieht. Bitte, ich will es nur ankündigen, ich werde auf jeden Fall überziehen. Ich hoffe sehr auf Ihr Verständnis, dass wir uns diese Zeit nehmen für dieses Gespräch. Ich weiß es gar nicht mehr. Emilia und dann Nicole Deidelhoff. Also wir haben den Bereich der Selbstverteidigung längst verlassen. Und wir können jetzt nicht sagen, dass 8.000 Zivilisten, darunter mehrere tausend Kindern, kollaterale Schaden sind. Und was ich auch merke, also die Tatsache, dass Sie von einer Verbesserung gesprochen haben, ist menschenverachtend, ganz einfach. Das ist menschenverachtend gegenüber den Menschen in Gaza, dass sie von einer Verbesserung der Situation sprechen, wenn genau vor 2 Tagen die Gewalt sich intensifiziert hat und vor allem, wo alle Kommunikation aus Gaza ausgeschaltet wurden, wo die Menschen on the ground nicht mehr darüber berichten können, was ihnen die Gewalt, denen sie ausgesetzt sind, finde ich höchst problematisch. Die Tatsache, dass Sie von einem Dilemma sprechen in dieser Situation, zeigt mir auch so die kühle Art und Weise, wie Sie diese Situation auch beschreiben, was auch nicht verhältnismäßig ist mit der gravierenden Situation, wo Zivilisten also wirklich massiv auch angegriffen werden. Sie sprechen für die israelische Regierung von harten Maßnahmen. Das sind harte Maßnahmen, also das klingt sehr kühl, sauber, ordentlich, legal. Hm. Ja? Ja, das ist es. Okay. Nein, das sind, Sie haben genau richtig, es klingt genau, sehr ja, kühl. Ja, genau. Ja. Und wenn Sie jetzt über... Wenn über die Gewalt von Hamas gesprochen wird, wird über barbarische Angriffe, Massaker etc. Das ist richtig. Also ich glaube, diese Sprache, diese Begrifflichkeiten, ich bestreite nicht, dass sie nicht verwendet werden sollten für das, was in Israel passiert ist, für die 1.300 Zivilisten, die ermordet wurden. Aber wenn wir diese Sprache nicht verwenden für das, was in Gaza passiert, dann heißt es doch für mich eine Verharmlosung und das heißt für mich auch eine Doppelmoral. Okay, ich würde ganz gerne... Und dann? Moment, ich lasse Sie einmal sich verteidigen. Nee, ich möchte gerne aussprechen, danach gerne, aber ich möchte gerne aussprechen, weil in dieser Situation, ich komme immer wieder dazu, dass die Legitimierung der Gewalt, also es gibt in einer Situation, wo die Gewalt legitimiert wird und dann, ja, also in manch Dilemma und ja, man weiß nicht, es ist Fall für Fall, wir müssen das immer so abwägen. Und dann in einer anderen Situation, und ich wünschte, dass es der Maß wäre, wie wir Menschenleben auch behandeln. Das habe ich ja kurz deshalb, verstanden, nochmal. Ich wünschte, das wäre der Maß, der Maßstab, wie wir Menschenleben auch behandeln. Okay. Und das ist für mich inakzeptabel, dass in dieser Art und Weise die Situation in Gaza verharmlost wird, muss ich sagen. Und eine letzte Sache. Ich finde die Art und Weise, wie jetzt mit dieser Situation auch umgegangen wird, auch sehr symptomatisch von dem deutschen Diskurs. Wir sind hier 2 jüdische Menschen, die Kritik an der Regierung Israels auch aussprechen, Fakten beschreiben, auch unter anderem mit Begrifflichkeiten, die hier in Deutschland überhaupt nicht angenommen werden. Und dann sehen wir, dass von einer Person, die nicht jüdisch ist und deutsch ist, dann mit allen Kräften eben in dieser Situation auch angegriffen wird, um einen gewissen Status quo und eine gewisse Morale da aus dieser Situation zu holen. Und es ist eine Beurteilung, ich beurteile diese Situation so, aber ich finde das sehr symptomatisch, eben, also am Anfang auch wurde mir gefragt, so, wie fühlst du dich hier als jüdische Stimme in Deutschland? Und das ist für mich, meine Beobachtung. Ich würde ganz gerne eine Sache von mir aus klarstellen, der Fairness halber sei gesagt, ich hatte Nicole Deidelhoff ausdrücklich darum gebeten,
zu erklären, wie sozusagen die normativen Prinzipien sind. Mhm. Und mindestens mein Verständnis war, dass die Sprache und die Formulierungen auch damit zu tun hatten, was das Völkerrecht deklariert. Also das war sozusagen... Ja. Vielleicht, wenn ich einfach darf, weil ich glaube, das ist auch wichtig, da so ein paar Dinge klarzustellen. Ich glaube, ich bin nicht eingeladen worden, um tatsächlich aus einer persönlichen Betroffenheitsperspektive, die ich auch nicht habe. Sie haben eine persönliche Betroffenheit. Entschuldigung, Sie sind nicht neutral. Lassen Sie mich doch einmal. Ich bin nicht in gleicher Weise betroffen wie beispielsweise Sie beide, sondern ich habe den Luxus, und ich empfinde das auch tatsächlich als Luxus, als Friedens- und Konfliktforscherin ohne direkte Bezüge in diese Region aus der Distanz beschreiben zu dürfen. Und das ist auch die Rolle, in der ich hierher eingeladen wurde. Sie mögen das dann als kühl empfinden, das bedauere ich, aber ich glaube, Sie möchten auch von mir keine emotionsgeladene Analyse hören. Und die Frage, die Sie so besonders unangemessen waren, ich habe nicht über die Situation in Gaza gesprochen, sondern ich habe mit, es verbessert sich, mit Blick auf, wird denn das Völkerrecht mehr beachtet als vorher. Nur darauf habe ich geantwortet. Und das ist mir ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass wir in dieser Debatte wirklich so ein bisschen darunter leiden, dass wir die ganze Zeit, und es ist unheimlich schwierig und mir fällt es auch sehr schwer, moralische und juristische Kategorien vermischen. Es gibt moralische Pflichten, über die wir sprechen können, und dann gibt es rechtliche Pflichten, über die wir sprechen können. Beides sind unterschiedliche Dinge. Genau das Gleiche mit der Frage Besatzung. Es gibt eine umgangssprachliche Form von Besatzung und dann gibt es einen rechtlichen Terminus der Besatzung. Wenn wir über den rechtlichen Terminus der Besatzung sprechen, dann tut es mir leid, dann ist der Gazastreifen nicht besetzt. Mir geht es nur darum, das muss ich einfach machen, ja, aber es tut mir leid. Aber ja, doch. Ja, aber Sie gehen von einem... German government or the UN, for example? Ist das die Position der German government at the UN, for example, it's controversial. Der Vereinten Nationen. Nichtsdestoweniger, mir geht es darum, ist der Gazastreifen durch Israel besetzt? Israel hat sich daraus zurückgezogen. Wenn Sie mich fragen würden, aber das ist eine andere Frage, mir geht es um die Begrifflichkeiten. Wenn Sie mich fragen würden, übt Israel Kontrolle nach wie vor über den Gazastreifen aus, würde ich sagen, ja, natürlich ist das so. Und in einem auch nicht zu legitimierenden Maße. Aber was mir wichtig ist, ist, dass wir die Begriffe versuchen, sozusagen schärfer zu verwenden. Weil ansonsten, genauso wie mit moralischen und rechtlichen Kategorien, kommen immer mehrere Dinge durcheinander. Finde ich 8000 Tote schrecklich? Natürlich finde ich das schrecklich. Jedes einzelne Kind, jeder einzelne Mensch, der stirbt, das finde ich schrecklich. Aber danach werde ich nicht unbedingt gefragt. Und darum antworte ich auch nicht darauf, sondern ich antworte auf die Fragen und analytischen Einordnungen, nach denen ich gefragt werde. Denn das ist meine Aufgabe. Vielleicht noch ein Punkt, weil das hier auch die ganze Zeit gesagt wird. Das bedingungslose Staatsräson, dass Deutschland sagt, Israel ist Teil der deutschen Staatsräson, dürfe nicht dazu führen, dass man bedingungslos alle Fehler der israelischen Regierung mitmacht. Bin ich vollkommen d'accord. Das würde ich überhaupt nicht abstreiten. Ich bin auch nicht sicher, dass irgendjemand in der Regierung, wohlgemerkt in der Bundesregierung, das so teilen würde. Und Entschuldigung, Präsident Biden, aber auch Bundeskanzler Olaf Scholz, auch die deutsche Außenministerin, ich könnte jetzt noch viele weitere Regierungsvertreter aus unterschiedlichen Ländern aufzählen, haben mehrfach und eben gerade Biden immer wieder gesagt, er erwartet, dass sich die israelische Regierung in ihrem Verhalten im Gazastreifen an das humanitäre Völkerrecht hält. Sie mögen das, aber warten Sie. Sie mögen das nicht für hinreichend halten, aber das ist passiert. It's a friendly footnote. I would say that the statement, the way in which they did say that. Das wurde gesagt, aber die Art und Weise, wie das gesagt wurde, war so ähnlich, wie das meine Kollegen in den Vereinigten Staaten tun, wenn sie über die Hamas sprechen. Das bedeutet nicht, dass Israel und Hamas das Gleiche sind. Aber es werden immer diese lakonischen Äußerungen getätigt, die einfach nicht ausreichen, um deutlich zu machen, dass hinter diesen Worten auch eine Verantwortung steckt. Manchmal sagt man Dinge lakonisch und das ist genau die Art und Weise, wie man sich der Verantwortung entzieht. Und so erlebe ich meine Kollegen, wenn sie über die Hamas reden, und so erlebe ich auch die Kommentare hier in Deutschland und in den Vereinigten Staaten über die israelische Achtung des Völkerrechts. Und das muss man wirklich ganz deutlich sagen, denn das Leben von Menschen steht hier auf dem Spiel. Muss ich auch sozusagen mir die Zeit nehmen können, hier etwas deutlicher und vielleicht auch langsamer zu erklären.
Die Zusammensetzung, die mir für dieses Gespräch wichtig ist, und ehrlich gesagt, glaube ich, erfüllt es sich auch gerade, war nicht allein die Frage, ob aus unterschiedlichen Betroffenheitsperspektiven gesprochen wird, sondern es war, ob aus sehr verschiedenen Erfahrungsräumen gesprochen wird, aus verschiedenen Perspektiven, möglicherweise welchen, die auch in sich viel vielfältiger und komplizierter sind, als es die Projektionen von außen sein mögen. Es war aber auch und ist für mich eine Auswahl gewesen, bei der es auch um Disziplinen ging, aus welchen verschiedenen Disziplinen und auch aus welchen verschiedenen, ja, ich würde sagen, Sprachräumen gesprochen wird. Omri Böhm und ich sind beide PhilosophInnen mit einer Verpflichtung einer bestimmten Disziplin und eben auch einer Sprache. Nicole Deitelhoff ist Friedens- und Konfliktforscherin. Und es gab auch eben, es ging dabei auch um die Arten, wie wir sprechen über diesen Konflikt. Bei Ihnen, Emilia Roark, hat mich eben auch interessiert, wie Sie als Autorin, als Aktivistin, als jemand, die ganz unterschiedlich ist, auch als Politologin. Ich glaube, Sie kennen mich gut genug und Sie waren hier auch vorher zu Gast, um zu wissen, dass das nicht eine Ich habe nur eine Ergänzung. Ja, genau. Ich glaube, dass der Punkt mir tatsächlich wichtig ist, und darüber haben wir auch vorher gesprochen. Es ging tatsächlich um die Frage, wie gesprochen werden kann, wie erzählt werden kann, auch auf welchen, welches Genre dafür einem wichtig ist. Bei Nasimo Shabash war mir auch wichtig, dass er als Lehrer eine Erfahrung hat, eben aus einem ganz bestimmten Kontext, der für den Teil des Gesprächs, den ich immer noch unbedingt haben möchte, nämlich die Frage des nach vorne hin Denkens, eine große Rolle spielt. Und ich glaube, dass alle, die hier auf dem Podium sitzen, eben permanent in ihrem Leben wie in ihrer Arbeit die Frage von Partikularitäten und Universalismus permanent in Spannung bringen und miteinander verhandeln. Und nur das zur Erklärung, warum und wie hier eingeladen wurde und dass es eben auch bedeuten kann, dass verschieden gesprochen wird und dass das für den einen oder die andere irritiert oder als... zu Ende sprechen. eben eine Zumutung bedeuten kann. Aber ausdrücklich auch noch mal, das ist genau der Sinn der Sache gewesen, dass wir diese Fragen hier zeigen. Also, dass wir zeigen, dass es möglich ist, miteinander solche Kontroversen zu führen, dass sie aushaltbar sind und dass sie möglicherweise einfach die Konturen und der Unterschiede, aber eben auch die Gemeinsamkeiten deutlicher machen. Nur noch mal von mir zur Erklärung, was gewünscht war. Ich wollte nur sagen, dass aus... aus dieser Perspektive, es gibt eine Dichotomie, die mich jetzt stört, weil es... zeigt, dass zum Beispiel ihre Position in diesem Fall ist die objektive, neutrale, sachliche Position, rationelle Position. Nein. Das ist, ich kann auch ausführen, wie ich das meine. Also zum Beispiel die Tatsache, dass wir aus unterschiedlichen Positionen sprechen, mit anderen Sprachen. Und für mich, und wir reden jetzt alle die gleiche Sprache oder auch mit Übersetzung, wir verstehen uns, wir können miteinander sprechen. Aber was mich stört, ist immer wieder die Idee oder die Vermutung oder die Idee, dass Menschen in Deutschland haben diese Distanz, dass sie eine gewisse Distanz haben, dass sie nicht Teil dieser Situation sind. Und mein Punkt war eher zu sagen, dass Deutschland ist sehr Teil von dieser Situation. Dass es eben auch eine emotionale Ebene gibt. Und diese emotionale Ebene darf nicht ausgeblendet werden. Und das war jetzt bisher auch ein bisschen den Eindruck sozusagen, dass... Ich rede aus einer emotionalisierten Perspektive oder zum Beispiel, wenn ich jetzt über die Sprache
gesprochen habe, zum Beispiel harte Maßnahmen etc., das ist Terror, barbarisch etc., das sind Wörter, die ich jetzt aus einem gewissen Diskurs auch analysiere. Mhm. Und ich sage jetzt nicht, dass diese Wörter falsch sind, ich sage nur, dass sie nicht immer oder dass sie unverhältnismäßig eben für die jeweiligen Situationen auch verwendet werden. Und ich will darauf hinkommen, dass es eben keine Neutralität gibt. Wie sehr wir es haben wollen würden, es gibt keine Neutralität. Und das war einfach mein Punkt, das klarzumachen. Ja. Okay. Ich würde ganz gerne eine Frage noch in diesem Kontext über die Begrifflichkeiten und auch über das, was auf international-politischer Ebene fehlt, zu sprechen kommen. Und dann gerne in den Teil, der ein bisschen sucht nach Perspektiven, nach Aussichten, nach dem, was geschehen müsste. Die Frage ist die nach dem ja doch sehr langen Ringen auf internationaler Ebene über die Frage der humanitären Pausen, des Waffenstillstands, der Korridore, um an jeden dieser Begriffe schien zu hängen eine auf der einen Seite die Frage, ob das Recht auf Selbstverteidigung anerkannt wird oder nicht, und für die andere Seite, für die Palästinensische, ob sie überhaupt als Menschen anerkannt werden. Mhm. Ob sie überhaupt als Menschen, die eben humanitäre Hilfe brauchen, als Zivilisten wahrgenommen werden. Ich würde ganz gerne von Nasimu Shabash wissen, wie sie diese internationalen Auseinandersetzungen auf EU-Ebene, aber auch auf UN-Ebene wahrgenommen haben, um diese Fragen nach humanitären Pausen, nach Waffenstillstand, nach Korridoren. Wie haben Sie das wahrgenommen? Es ist fast wie bei jeder anderen Tragödie, bei jeder anderen kriegerischen Auseinandersetzung, kommt es immer zu Aufrufen der internationalen Welt von verschiedenen Initiativen. Man solle jetzt Waffenstillstand erstmal jetzt herbeiführen. Man solle die Zivilbevölkerung jetzt schonen und. Das wird von der einen Seite akzeptiert, von der anderen nicht. Das wissen wir ja auch. Und während dieser Diskussion, und da muss ich jetzt wirklich meine Wut auch zum Ausdruck bringen, während dieser Diskussion sterben Menschen auch. Aber diese Gewalt ist bis jetzt nicht gestoppt worden, von beiden Seiten nicht. Und bis jetzt leidet die Zivilgesellschaft darunter, auch wenn nur 20 LKWs von den mindestens 400 nötigen LKWs für den Gazastreifen benötigt werden, täglich, bedeutet, dass die Zivilbevölkerung immer darunter leidet. Und da leide ich auch mit, weil die internationale Weltgemeinschaft auch wieder hier nicht in der Lage ist, Resolutionen der UNO zu erfüllen, EU-Beschlüsse oder sogar eigene. Davon gibt es ja genug. Wir brauchen eigentlich von den vielen Ordnern nur eine einzige, glauben Sie mir, eine einzige Resolution rausziehen. Und wenn man die implementieren würde, hätten wir übermorgen beinahe Frieden. Ich sage es mal ganz deutlich. Bis jetzt ist das vernachlässigt worden. Und diese Diskussion bleibt das irgendwie... Das beinahe ist natürlich einigermaßen. Ja, aber man diskutiert immer darüber, wie man wegen der Zivilbevölkerung helfen will. Und das dauert und dauert und dauert an. Und es werden Menschen getötet auf beiden Seiten. Und von da aus ist es eine akademische Betrachtung und nichts anderes. Eine praktische Geschichte wäre da wirklich, wenn irgendwie international ein Schritt begangen würde, Druck ausgeübt wird auf beide Seiten, dass es beendet wird. Das wäre mein Wunsch. Alles andere ist im Augenblick nicht da. Ich bin hier groß geworden und beeinflusst worden von der Friedensinitiative von Willy Brandt. Und das wollte ich eigentlich implementieren bei uns im Nahen Osten. Auf Dialog, gegenseitige Anerkennung, friedliche Koexistenz der Partner und eben Aufbau einer Zivilgesellschaft, die sich gegenseitig akzeptiert und nicht auf Krieg. Und deshalb bin ich sehr traurig darüber. Natürlich können wir hier
weiter darüber diskutieren, akademisch, philosophisch, ich sag's mal ganz einfach so, nicht irgendwie abwertend, absolut nicht. Ich komme eher aus der praktischen Politik und ich habe gelernt, wenn ich in eigener Sache bin, dann bin ich befangen. Deshalb versuche ich so viel wie möglich objektiv dabei zu bleiben und wenn es manchmal einem nicht passt, weil ich da etwas erkläre, dann ist es seine Geschichte, nicht meine. Also ich versuche für eine Aufklärung und bedauerlicherweise ist diese Aufklärung im Augenblick, die politische Aufklärung, auf der Strecke geblieben. In den Volkshochschulen finden wir keine Räumlichkeiten mehr, wo wir da bestimmte Sachen vortragen können. Ich schreibe auch die Leiterin, Leiter der Volkshochschulen, ihre Einrichtung ist für die politische Bildung und nicht für die politische Verdummung. Und deshalb bin ich dafür, dass wir zum Beispiel alle Israelis, Palästinenser, verschiedene Couleur zusammensitzen und wirklich diskutieren, kontrovers, aber letzten Endes mit einem gegenseitigen Verständnis, mit einem Gefühl der gegenseitigen Wertschätzung, dass wir zu einem Ergebnis kommen. Philosophen sind mir sehr lieb. Ich kenne den einen. Nein. Ich kenne einen palästinensischen Philosophen, den du auch kennst. Das ist Sari Nusseibeh, einer der wichtigsten eigentlich. Der hat vor 17 Jahren ein Buch geschrieben über eine utopische Entwicklung. Der hat damals sein Buch veröffentlicht, was in Palästina nicht veröffentlicht werden kann, weil es eine Provokation war. Er hat gesagt, Zwei-Staaten-Lösung wird nichts passieren. Ein Staat zwischen den beiden wird es nicht kommen. Die Besatzung wollen wir nicht auf Dauer haben. Die israelische Zivilgesellschaft will auch und kann eine dauerhafte Besatzung nicht ertragen letzten Endes. Also es bleibt nur noch, gibt uns Palästinensern das Grundrecht, das elementare Recht, dass wir leben. Und diese Initiative, muss ich jetzt sagen, die hat jetzt im Grunde auch irgendwie Basis für eine Realisierung. Dass man sagt, den Palästinensern muss etwas gegeben werden, damit sie friedlich mit den Israelis zusammenleben können. Und im Augenblick spricht alles dagegen. Und da bin ich sehr traurig und wütend darüber. Ich würde Henri Böhm auch noch mal die Frage nach diesem zögerlichen ich würde fast sagen, eben diesem verschleppenden Diskussion über humanitäre Pausen, über Waffenstillstand, über Korridore. It's hard for me to judge, to be honest. Das ist für mich schwer zu beurteilen. Eine Maßnahme hat sich jetzt sehr problematisch herausgestellt. Und das war die Maßnahme, dass man über 1 Million Menschen sagte, man sollte den nördlichen Gazastreifen verlassen und in den Süden gehen. Der Grund, weshalb das so wichtig geworden ist, ist die Geschichte der Nakba. Und die Tatsache, dass es in Israel gerade eine Regierung gibt, die es sehr verdeutlicht hat, dass sie zurück nach Gaza möchte. Und das schon vor dem 7. Oktober. Und ich denke, dass die Palästinenser, wenn sie sozusagen einmal einen gewissen Bereich in Gaza verlassen, auch nicht mehr dahin zurückkehren. Das müssen wir verstehen, wenn wir über humanitäre Maßnahmen sprechen. Und wenn man sagt, also diese 1.200.000 Palästinenser geht einfach in den Süden, während wir den Norden bombardieren. Und gemäß Völkerrecht werden wir dann später euer Recht anerkennen, zurückzukehren, sobald wir fertig sind. Das ist natürlich kein legitimes humanitäres Verfahren. Und im Kontext ist es etwas, was man sich gar nicht vorstellen kann, wie das genau funktionieren kann. Das wäre mein Kommentar zur humanitären Situation und zu den Maßnahmen, die stattfinden sollen. Dann wurde ich gefragt, ob die Menschen in Gaza als Menschen
Menschen anerkannt werden. Ich glaube, dass selbst vor dem 7. Oktober wir zugeben mussten, dass sie eigentlich nicht richtig anerkannt wurden als Menschen, die auch das Recht haben, Rechte zu haben. Also Menschen, derer man sich sozusagen auch entledigen könnte, also Rechte zu haben oder auch nicht, entbehrliche Menschen. Und 16 Jahre Besatzung ist ja hier sozusagen ein gutes Beispiel dafür, wie die Menschen in Gaza behandelt wurden. Und nun haben wir zugeben, dass die, müssen wir zugeben vielmehr, dass die Hamas nicht die besten Gründe, aber den besten Vorwand geliefert hat, um diese Situation noch zu verschärfen. Und deshalb ist es für mich wichtig, dass Israel auch vor dem das Völkerrecht achten muss. Und das ist das Einzige, was noch dazwischen steht, dass Israel die Menschen in Gaza nicht als entbehrliche Menschen betrachtet, dass hier die internationale Gemeinschaft darauf besteht, dass das Völkerrecht geachtet werden muss von Israel. Also, dass man sozusagen anerkennt, dass diese Menschen Grundrechte haben. Und das ist nicht passiert. Ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass es die Vision gab, dass man entsprechend anerkennen muss, denn ansonsten hätte es Gewalt gegeben innerhalb oder nach dieser Zwei-Staaten-Ära und da hätte es legitime, halblegitime oder nicht legitime Vorwände gegeben der Selbstverteidigung oder Rechtfertigungen hierfür. Und die internationale Gemeinschaft ist hier nicht deutlich genug. Wie schützt man das Völkerrecht? Das macht man nicht durch allgemeine Erklärungen. Wir erwarten, dass das auch entsprechend Völkerrecht geschieht, sondern man schützt das Völkerrecht, indem man klar sagt, dass man auch dafür zur Verantwortung gezogen werden wird und indem man auch deutlich macht, wenn das Völkerrecht gebrochen wird. Also die deutsche Regierung hat die Autorität des Internationalen Strafgerichtshofs in der Vergangenheit unterminiert. Da ging es um Fragen der eigenen Rechtsprechung und der eigenen Zuständigkeit und inwiefern man das definieren kann. Das lag in der Vergangenheit, aber was ist zum Beispiel jetzt die Rolle des Internationalen Strafgerichtshofs als Bedrohung vielleicht, die das israelische Militär davon abhält, gewisse Schritte zu ergreifen? Und was erwartet die israelische Regierung zu Recht oder zu Unrecht von der deutschen Regierung, wenn es darum geht, wie man sich in Bezug auf den Internationalen Strafgerichtshof verhält? Denn das wird ja eines Tages passieren. Also es gibt einen Unterschied zwischen allgemeinen Erklärungen. Israel muss das auskämpfen, entsprechend völkerrechtlicher Regelungen, auch deutlich machen, dass es zur Verantwortung gezogen wird auf der Grundlage des Völkerrechts. Und das sehen wir eigentlich nicht, diesen letzten Aspekt. Ich würde ganz gerne für die Frage, oder sagen wir mal so, ich würde ganz gerne mit der Frage beginnen, die nach Perspektiven fragt, mit einer Frage, die für alle, die Krisen in Krisengebieten unterwegs waren oder sich mit Friedens- und Konfliktforschung beschäftigen, immer entscheidend ist, nämlich die Frage nach der Exit-Strategy aus militärischen Konflikten. Wir haben es bei glaube ich auch bei der Diskussion um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine oft erlebt, dass sich normative Fragen und politische Fragen verkoppelt und unglücklich verzahnt haben. Wir haben aber auch erlebt, dass sich normative Fragen und militärstrategische oder politisch-strategische und taktische Fragen überlagert und mitunter auch wechselseitig ausgeblendet haben. Ich würde deswegen gerne an dieser Stelle schon fragen nach der Exit-Strategie für die Situation
in Gaza, die sich ausdrücklich jetzt jenseits von der Frage bewegt, was ist da sozusagen legitim oder nicht legitim, sondern was können verschiedene Szenarien sein, die durchgespielt werden müssen, um die Gewalt, um die humanitäre Katastrophe zu beenden und auch um die Leben derer zu retten, die noch zu retten sind. Und ich würde gerne alle dazu fragen, weil ich glaube, dass die Frage wirklich schwer ist. Vielleicht fangen wir an mit Nicole Deitelhoff, aber ich gebe es gerne ganz rum. Ja, ich meine, es ist, glaube ich, eine der schwierigsten Fragen, die momentan vor uns liegt. Und die Exit-Strategien sind auch überhaupt nicht so klar. Das ist vielleicht das Erste, was man sagen sollte. Wenn wir momentan über Exit-Strategien reden, dann reden wir eigentlich darüber, was passiert denn, wenn Israel jetzt erfolgreich ist. Wenn es also die Hamas tatsächlich besiegt hat, militärisch im Gazastreifen. Das ist ja die Situation. Die israelische Regierung hat selber überhaupt kein Interesse daran, den Gazastreifen wieder zu besetzen. Aber was denn dann? Wie soll es denn gehen? Soll man einfach den Gazastreifen dann wieder sich selbst überlassen? Soll es eine internationale Autorität geben? Beispielsweise könnte man ja über ein UN-Mandat nachdenken. Ja, also das sind alles Fragen. Ja, Sätze Fragen dazu. Also Benny Gantz hat schon, spricht genau. So Sätze aus wie Restoring Israel's Security after this war will take years. Möglicherweise andere Akteure. Also das ist genau. Also und das ist aber überhaupt noch nicht klar. Man weiß, aber das ist ja die Perspektive danach. Das ist genau. Noch nicht die Frage des, wie man aus dieser Gewalt aussteigt. Richtig. Aus der Gewalt aussteigen, wenn wir und ja, sind das einfach zwei Dinge. Das eine ist, wir haben diesen Angriff auf Israel erlebt durch die Hamas. Und die Reaktion von Israel ist, und die halte ich nach wie vor natürlich für gerechtfertigt, dass man diese Bedrohung ausschalten muss. Das halte ich für richtig. Die Hamas muss als Bedrohung ausgeschaltet werden, vollkommen klar. Die Frage ist, wie kriegt man das hin? Und wie kriegt man so hin, dass es sozusagen im Rahmen des humanitären Völkerrechts bleibt, dass man die Zivilbevölkerung schont. Ich glaube, das ist eine extreme Herausforderung. Ich glaube, man wird es nicht ganz sauber hinkriegen. Nicht? Aber das ist das eine. Also sozusagen, wir haben einen Angriff. Entschuldigen Sie bitte, wenn meine Wortwahl ist teilweise tatsächlich einfach dann durch Konfliktanalyse geprägt. Ich meine das überhaupt nicht in irgendeiner Weise menschenverachtend, sondern mir geht es darum, wenn ich sage, kriegt man das sauber hin, meine ich, kriegt man das vollständig im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht hin oder nicht? Aber und es ist vollkommen klar, dass wenn ich sage, dass es nicht im Einklang mit dem Völkerrecht ist, dass das bedeutet, dass die Zivilbevölkerung massiv leidet. Das alles ist mir vollkommen bewusst. Ich spreche einfach nur teilweise, auch weil ich nicht so lange reden will, dann in einer Sprache, die Sie wahrscheinlich dann nicht immer ganz angenehm finden. Aber ich will das nur noch mal ganz deutlich sagen, mir ist bewusst, was dahinter steckt. Ja? Aber das ist die eine Ebene, diese Frage, wie kann man die Bedrohung der Hamas ausschalten? Die andere Frage ist, und das ist die dahinterliegende Frage, von der wir die ganze Zeit sagen, wir müssen das unterscheiden. Es gibt eine Ursache für das, was die Hamas gemacht hat, und es gibt einen Hintergrund. Der Hintergrund ist der ungelöste Konflikt zwischen dem Staat Israel und den Palästinensern. Und das ist die Frage, wie kann man damit umgehen? Was bedeutet das, was wir jetzt erleben, für diesen ungelösten Konflikt? Momentan sieht es einfach noch schlechter aus als jemals zuvor für eine friedliche Lösung dieses Konflikts, das heißt für die Zwei-Staaten-Lösung. Manche in der israelischen Regierung sagen beispielsweise, nicht die Zwei-Staaten-Lösung ist das, was wir in Zukunft brauchen, sondern wir müssen das Problem an und für sich lösen. Das heißt, ein Staat, in dem Israel die vollständige Kontrolle hat. De facto das gibt all es. Of them. Das gibt es. Nein, aber es ist noch mal was anderes, das tatsächlich offensiv vom Tisch zu nehmen und zu sagen, wir müssen einfach sozusagen verhindern, dass palästinensische Organisationen jemals wieder in der Lage sind, so etwas zu tun. Das ist doch schon noch mal etwas anderes, als zu sagen, na ja. Ne? Und das Dritte ist, muss man vielleicht noch mal über eine ganz andere Lösung nachdenken. Also ist tatsächlich vielleicht auch eine Zwei-Staaten-Lösung, zwei Völker, die nebeneinander auf demselben Staatsgebiet leben, tatsächlich eine Möglichkeit? Oder müssen wir über einen Staat nachdenken, der in Teilen zumindest international verwaltet ist? Auch das sind ja Möglichkeiten, über die man neu nachdenken könnte. Die Frage ist doch, was wird mit der israelischen Regierung passieren? Nach dem allem, was wir jetzt sehen, wird sich die Netanjahu-Regierung halten können? Wird sie abgewählt werden? Wird eine Mitte-Links-Regierung wiederkommen? All das sind offene Fragen, aber das ist natürlich genau das,
was wird die Zukunft bringen? Ne? Ich würde ganz gerne eins ergänzen wollen und dann gerne allen die Möglichkeit geben, auch auf die Frage zu antworten, was kann eine Exit-Strategie sein? Was kann diese Gewalt beenden? Ich würde gerne eins ergänzen wollen, nämlich dass bei der Frage nach dem Hintergrund ich meine nur ergänzen zu wollen, ich bin ausgesprochen sicher, dass Sie das auch nicht anders hätten sagen wollen, schon auch eine faschistoide Ideologie der Hamas. Absolut. Der Hintergrund ist. Ja, nur, also, nein, ich will, genau. ich will ihn nur ergänzen, ja. weil ich glaube, das, ja. also nein, ich glaube, das ist einfach wirklich, die wirklich... Die Zwei-Staaten-Lösung scheitert nicht nur an einer israelischen Regierung. Die Zwei-Staaten-Lösung scheitert genauso an den Konflikten innerhalb Palästinas und zwischen palästinensischen Organisationen. Und die Hamas ist genozidal in ihren Ansätzen. Und das haben wir auch am 7. Oktober erneut erlebt. Ich meinte es jetzt für den 7. Oktober, ich meine, also nur zur Klärung. Aber das war sozusagen nur ergänzend gemeint. Nassim Mushawish, auch die Frage nach der Exit-Strategie und eben auch nach, ja, nach Perspektiven. Aus der Erfahrung, die ich bis jetzt beobachtet habe, sollte es im Gazastreifen jetzt zu einer Beruhigung der Situation kommen, dann befürchte ich, dass es in 2 Jahren wieder losgeht. Absolut. Machen wir uns nichts vor. Genau. Weil das Grundproblem noch da geblieben wäre. Ich verlasse jetzt Hamas und meine Verurteilung und meine Missachtung und gehe jetzt auf die besetzten Gebiete, wo letzten Endes die Menschen auch wirklich in Frieden und ja, in Frieden mit Israel auch leben wollen. Da muss im Grunde etwas passieren. Bedauerlicherweise haben sich die USA jetzt als Vermittler herausgeschlossen. Weil sie hundertprozentig auf der Seite der Israelis jetzt, gerade jetzt mit dem Besuch von Biden und. Die Vermittlerrollen waren immer irgendjemanden neutral vorbehalten. Das findet im Augenblick nicht statt. Schade, schade. Gäbe es jemanden, den Sie sich, oder gäbe es einen Staat, oder Augenblick, gäbe es eine Organisation, also, die sich, Sie sich als Vermittler vorstellen das können? Das kann wirklich nur ein Mandat der UNO, aber das wird Israel ablehnen, weil die auch einseitig seien. Das ist genau das Gleiche. Russland vergessen wir alle. China vergessen wir auch alle. Also die, Deutschland. Und die EU? Aber Deutschland, ja. Aber Deutschland, die EU? Die EU möglicherweise ja, aber die müssen sich da mit einer Zunge auf einen Sprachgebrauch einigen. Alle. Vergessen wir auch. Alle. Und das wird auch nicht passieren. Das wird nicht passieren. Ich sage, ich beurteile jetzt diese Geschichte nach meiner eigenen Anschauung. Die israelische Politik, vor allem unter der jetzigen Regierung, mit dem neuen Nationalstaatsgesetz, hat den Israelis mehr geschadet als den Palästinensern. Und bis jetzt sind alle weiteren Okkupationen nicht friedlich verlaufen, sondern vom Militär, ich sag's mal deutlich, bis auf Netanyahu waren alle Vorgänger Militär. Und deshalb ist das mit Gewalt, mit Waffengewalt erobert worden oder nicht. Die Palästinenserinnen und Palästinenser haben bedauerlicherweise keine Karten in der Hand. Es wird über sie gesprochen und ihre Rolle wird missachtet. Wenn von außen gesprochen wird, dann eben über die Palästinenser. Die werden also gar nicht involviert. Die einzige Lösung, die ich finde, ist genau die, die die arabischen Staaten 2003 oder 2004 rausgegeben haben. Das war eine Initiative, in der 56 arabische und islamische Staaten bereit waren, den Staat Israel anzuerkennen, diplomatische Beziehungen zum Staat Israel aufzunehmen, wenn Israel sich zurückzöge aus den besetzten Gebieten nach dem Plan der UNO, nachdem eben Israel und Arafat damals das unterzeichnet haben. Leider hat die israelische Regierung bis jetzt keine Antwort darauf gegeben. Das wäre die einzige Möglichkeit, die ich momentan sehe. Mhm. Mhm.
alle Staaten würden den Staat Israel anerkennen. Und dann reicht das nicht mit dem abrahamischen Kontext, dass man sagt, ja, das sind 3 oder 4 Golfstaaten, die den Staat anerkennen, aber ohne Kenntnisnahme oder Missachtung des palästinensischen Volkes. Mhm. Vielen Dank. Emilie Rohr. Ja, also erstmal möchte ich gerne nochmal betonen, dass Israel, wenn Israel erfolgreich ist, die Intention, die Absicht von Israel, also von der Netanyahu-Regierung und auch wir haben das so schwarz auf weiß, ist auch ein genozidalen Intent. Das haben wir, ja, wir werden die Gazastreifen vernichten. Also ja, das kann ich alles liefern online, wenn es nötig ist. Das haben wir und das kann nicht verleugnet werden. Und deshalb ist es sehr wichtig, hier zu sagen, dass sehr, sehr, sehr viele Experten, Holocaust- und Genozid-Experten, unter anderem zum Beispiel Rassegal, der Israeli ist und der ist kein self-hating Jew, spricht auch von der Situation jetzt und von dem Mord als Genozid ganz, ganz eindeutig. Es ist nicht nur dieser Forscher, sondern vermehrt wurde auch darüber gesprochen. Die leitenden Menschenrechtsorganisationen sprechen auch von Ethnic Cleansing und auch von Genozid. Aber sowieso, ich glaube, wir sind jetzt nicht qualifiziert, um darüber zu entscheiden. Das ist jetzt keine Meinungsfrage. Das ist jetzt nicht so, bin ich dafür oder nicht, das Genozid zu nennen. Es gibt Fakten und ich möchte auch nicht Teil einer Diskussion darüber sein, ob es Genozid ist oder nicht, weil im Grunde genommen im Moment ist es natürlich eine relevante Frage, aber auch wenn es jetzt kein Genozid wäre, laut Experten, was jetzt nicht der Fall ist, müssten wir trotzdem diese Morde an Zivilisten stoppen. Und das geht nur mit Waffenstillstand im Moment. Und das kann nicht sein, dass bis wir die gesamte Zukunft der Region auch ausgedacht wird, und bis wir eine langfristige Lösung gefunden haben, was in 75 Jahren nicht der Fall war, dass es alles weitergehen soll wie jetzt. Deshalb, ja, will ich sagen, jetzt als Lösung, oder wir können so lange uns unterhalten, darüber unterhalten, was die langfristige Lösung ist. Im Moment gilt eines, wir müssen einen Waffenstillstand haben, so früh wie möglich. Jeden Tag, der passiert, sterben mehr Leute, sterben mehr Kinder. Und das ist nicht gerechtfertigt. Es gibt keine Legitimation, es gibt keine Gerechtfertigung dafür. Und nochmal. Nochmal, also Sie verbirgen sich auch immer wieder hinter einer vermeintlichen neutralen Beobachtungssprache, sachliche. Und deshalb habe ich insistiert, auch zu sagen, ja, Politologin, nicht weil ich eitel bin, sondern einfach nur um zu sagen, dass wenn ich jetzt Autorin und Aktivistin bin, dann hätte ich eine Meinung und Sie hätten Fakten und Expertise. Und ich wollte einfach nur sagen, wenn Sie Expertise haben, haben Sie auch eine Meinung. Und wenn ich Meinungen habe, dann habe ich auch eine Expertise. Das war einfach nur mein Punkt. Und genau, und deshalb jetzt, also wir tun so, habe ich das Gefühl, hier und generell in Deutschland, als die Lage auch nicht so dringend wäre. Also zum Beispiel, wenn es eine Enthaltung gibt von Annalena Baerbock über das, was gerade in Gaza passiert, dann bin ich entsetzt und merke ich tatsächlich, dass es dann doch eine Legitimierung gibt, dass es dann doch eine Rechtfertigung gibt für den Massenmord an Zivilisten und Zivilistinnen. Deshalb war das für mich auch, es ist jetzt nicht mehr glaubwürdig, wenn dann gesagt wird, ja, Menschenleben sollten geachtet werden, etc. Deshalb, also ich habe jetzt ehrlich gesagt auch Vertrauen verloren, wie ganz, ganz vielen anderen Menschen. Und deshalb wäre das gut jetzt an dieser Stelle, wir wollten auch darüber sprechen, genau die Begrifflichkeiten etc., aber das ist jetzt im Moment für mich nicht das Relevanteste. Was relevant ist, ist, dass diese Gewalt muss sofort gestoppt werden, weil es eben keine Rechtfertigung dafür gibt, weil wir den Bereich aber der Selbstverteidigung ja längst verlassen haben. Also ich muss es nur einmal sagen, Sie setzen das, Sie sagen, es gibt keine Rechtfertigung. Sie reden von Massenmord. Sie nutzen all diese Begriffe, um ganz bestimmte Positionen als Fakten darzustellen, aber das sind Sie damit ja noch nicht. Sind keine 8000 Menschen in Gaza ermordet worden? Entschuldigung, ich glaube... Sie sind getötet worden. Würden Sie sagen, in jedem Krieg, wenn Menschen im Krieg sterben, dann ist das Mord? Also dann, ist das, dann, ist das, dann nein, könnten aber, wir, da, könnten wir aber, dann deshalb Frau, aber die 1300 Leute, die in Israel... Können wir nacheinander? Genau, aber könnten wir, weil Sie sagen, ja, in alle Kriege sterben Menschen, dann sagen Sie, das ist eine Relativierung, das ist eine Verharmlosung. Und dann laut Ihrer Argumentation könnten wir sagen, dass es, ja, es ist auch Kollateralschaden, dass 1300 Israelis gestorben sind. Wollen wir das? Auf gar keinen Fall.
wir wollen keine Rechtfertigung von den Tod von Zivilisten in diesem Kontext. Und das machen Sie genau. Nein, das mache ich nicht. Doch, aber ich will Ihnen deutlich machen, dass es für unterschiedliche Phänomene unterschiedliche Begriffe gibt und dass es einen Grund dafür gibt, dass wir Begriffe haben, damit wir noch sauber analysieren können. Und die Analyse sollte zuerst kommen. Aber das ist und keine saubere Analyse. Aber machen Sie doch mal einen Moment. Und dann sollten Sie zur Schlussfolgerung kommen. Nur darum geht es mir. Ich will, dass diese beiden Dinge auseinandergehalten werden. Ich finde das sehr wichtig. Ich würde ganz gerne an dieser Stelle einmal auch ganz kurz, ich glaube nicht, dass es irrelevant ist, in welchen Begriffen gesprochen wird. Ich glaube auch nicht und ich glaube auch, dass wir uns darin alle einig sind und wir es alle hier spüren. Es ist nicht irrelevant, in welcher Sprache gesprochen wird. Und es ist auch nicht irrelevant. Jetzt, now it's me. Und ich glaube, es ist eben auch wichtig, dass wir, wenn von Begriffen gesprochen wird wie Genozid, wenn von Begriffen gesprochen wird wie legitime Selbstverteidigung, wenn von Begriffen gesprochen wird wie eben Völkerrecht, dass wir uns anschauen, wie werden die Begriffe definiert, dann können wir sie kritisieren. Wir können auch sagen, dass die tatsächlichen Fakten sozusagen on the ground, die erst einmal gesammelt und gedeutet werden müssen, um dann festzustellen, erfüllen sie diesen Tatbestand oder nicht. Auch das ist ein Vorgang, der, wie ich vorhin gesagt habe, Arbeit macht. Aber ich glaube, wenn wir sie einsetzen, ist es auch nur fair, wenn wir darüber sprechen können, ob sie, ja, also wie sie verwandt werden, wie sie definiert werden. Wenn Emilia Roy spricht von eben in der Tat einer ganzen Reihe von WissenschaftlerInnen, die im Moment von dem Genozid sprechen, der in Gaza statt hat, dann würde ich ganz gerne ergänzen wollen, wie Genozid definiert ist, weil das nicht jeder weiß. Genozid ist ein Straftatbestand im Völkerrecht, der durch Absicht gekennzeichnet ist, in direkter oder indirekter Weise eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu vernichten. Und es gibt in der Tat eine ganze Reihe, auch hier, aber weltweit, ForscherInnen, die im Moment davon sprechen, dass das, was in Gaza geschieht, den Tatbestand des Genozids erfüllt. Ich will nur sagen, der Teil dieser Definition, der mindestens kontrovers diskutiert werden kann und muss, ist die Frage der Absicht. Also ich glaube, darüber wird natürlich gestritten und es gibt auch Widerspruch dazu. Also es ist jetzt nicht so, dass sich da jetzt irgendwie alle darin einig wären. Deswegen glaube ich, gehört es zur, ja, ich glaube, zur Funktion von solchen Gesprächen, dass wir dann, wenn wir die Begriffe auf dem Tisch haben, sie auch schärfen und präzisieren. Ich würde ganz gerne Omri Böhm einmal dazu fragen und dann Nassimo Schabasch auch zu dieser Frage, inwiefern operieren wir hier sinnvollerweise oder nicht sinnvollerweise mit diesem Begriff. I think it will be for historians and judges to decide. Ich danke allen, oder ich möchte zunächst einmal allen Historikern und Richtern überlassen, die Frage zu beurteilen, ob es sich um einen Genozid handelt, ja oder nein. Einige unter uns sind vielleicht HistorikerInnen, ich bin das nicht. Definitely not a judge. Und sicherlich bin ich auch kein Richter. Aber was wir über die Situation sagen können, ist, dass das G-Wort, ist, dass das G-Wort, Genozid, als Warnung eingesetzt werden muss. Eine Warnung vor der Hamas. Ich habe das vorhin im Gespräch ja bereits gesagt. Ich habe die Hamas als genozidal bezeichnet. Es gibt eine Charta, die genozidal ist, und das ist von Bedeutung. We've seen that the intentions
arguably there. And what, wir haben nach allem, was wir gesehen haben, dass es die Absicht gibt. Und was ist sonst eine Artikulierung einer solchen Absicht? Das ist natürlich die Charta. Die ist da zurückgezogen worden, aber nun gibt es Taten, die auch für eine genozidale Absicht sprechen. Also der mentale Zustand oder die Absicht eines Genozids liegt sicherlich oder möglicherweise vor, und das müssen wir erwähnen, wenn wir auch darüber sprechen, dass Israel das Recht auf Selbstverteidigung hat. Und das nicht nur aufgrund von historischen Traumata. Reemergence now, you know, the Palestinians do not have the power that the Nazis had. Also diese Trauma werden jetzt erneut erwähnt, aber die Palästinenser, muss man doch sagen, haben nicht die Macht, die die Nazis hatten, um die Juden zu zerstören. Aber wenn wir das Recht auf Selbstverteidigung erwähnen, dann geht es auch darum, dass Israel sich verteidigt gegen eine Organisation, die vielleicht die Absicht und die Ideologie des Genozids hat. Das ist wichtig, insbesondere aufgrund dieses Zero-Sum-Games, dieses Nullsummenspiels, das sich in der Region entwickelt, da die Menschen nicht voneinander getrennt werden und es keine Alternative gibt, die Situation alternativlos ist, dann wird nur einer bleiben. Eine Situation, in der 7 Millionen Juden und 7 Millionen Palästinenser auf diesem kleinen Stück Land leben, wird sich nicht unendlich fortsetzen. In den letzten 2 Jahrzehnten haben wir gedacht, dass wir weiterhin über die Zwei-Staaten-Lösung reden können, während Gaza belagert wird und die Palästinenser im Westjordanland vertrieben werden. Aber das Ganze endet in einem Szenario der absoluten Gewalt, und das sieht ein bisschen nach diesem entmenschlichenden Merkmal der Gewalt aus, das auch ein Merkmal des Genozids ist. Und Hamas und Palästinenser sind natürlich nicht identisch, und das war Gott sei Dank auch nicht das Hauptgesprächsthema, aber einige unserer Kollegen verstehen das nicht. Die denken, dass wo man sich gegen Hamas verteidigt, dann verteidigt man sich auch gegen die Palästinenser. Glücklicherweise wird das hier nicht so gesagt. Aber es gibt einige Merkmale des Genozids, die im Augenblick in der Region auftreten, und einige hochrangige Persönlichkeiten in der israelischen Regierung, Ben-Gvir zum Beispiel, sprechen auch in genozidalen Termini. Im Parteiprogramm steht von Ben-Gvir der totale Krieg gegen die Palästinenser. Bezalel Smotrich wurde nach dem Unterwerfungsplan oder aufgrund des Unterwerfungsplans gewählt. Das ist ein genozidales Programm. Und das sind hochrangige Minister im Kabinett in Israel. Und so zu tun, als wäre das nicht Teil der mentalen Absicht oder dessen, was eine Absicht sein könnte, ob das nun mehr oder weniger deutlich erklärt wird, dann wäre das irrational, das nicht auch sehr deutlich zu sagen. Ich möchte nicht derjenige sein, der gerade beurteilt, ob ein Genozid gerade stattfindet. Da würde ich sogar widersprechen. Aber wir müssen das ganz laut sagen, dass die Bedingungen für genozidale Gewalt von beiden Seiten sich entwickeln. Ich glaube, an der Stelle muss ich sagen, ich muss es loswerden. Es hilft den Toten nicht, darüber zu diskutieren, ob das gerechtfertigt war oder nicht gerecht war, dass sie gestorben sind. Ich erinnere und zitiere den palästinensischen Pastor, der einmal sich gewandt hatte an die Selbstmordattentäter. Der hat wörtlich gesagt, und das wirkt: Palästina braucht euch als lebendige Menschen, damit ihr den Staat aufbaut, und nicht als Tote. Und damit hat er auch recht. Darüber jetzt lange zu diskutieren, ob es Genozid war oder nicht, ich möchte es mal wirklich, wie du da sagtest, den Historikern überlassen. Das ist nicht unser
mein Thema im Augenblick. Ich spüre und habe das Gefühl, dass wir mehr als Beileid und Mitgefühl haben mit den Toten auf beiden Seiten. Das bedrückt uns alle im Augenblick. Wenn wir jetzt über die Perspektive sprechen, dann meine ich, Israel müsste zum Beispiel das israelische Nationalstaatsgesetz revidieren, indem es 2018 beschlossen hat, dass das Selbstbestimmungsrecht nur der jüdischen Bevölkerung zusteht, nicht aber den nicht-jüdischen Arabern, die letzten Endes 20% ausmachen. Zweitens, dass das Land Israel oder der Staat Israel im Eretz Israel läge, bedeutet, als würde ich sagen, in Deutschland, die Bundesrepublik liegt im deutschen Land, was ja viel größer ist. Das ist die Gefahr, die wir als Palästinenser sehen, eine weitere Expansion auf Kosten der Palästinenser, und das muss bitte aufhören. Die Palästinenserinnen und Palästinenser unter Arafat und darüber hinaus waren einverstanden, nur noch 20% der Flächen als eigenen Staat zu bekommen. Wenn man jetzt die Siedlungen an sich anguckt, dann hat man nur noch davon 12%, und das geht weiter. Will sagen, die Rechte der Palästinenser müssen beachtet werden, und es muss eine Gerechtigkeit herbeigeführt werden. Nur dann, aber wirklich nur dann und mit der Beendigung der Besatzung, hätte ich Hoffnung auf einen Frieden. Ich würde ganz gerne Nicole Deitelhoff auch noch mal fragen nach dem, was sozusagen konkrete Schritte sein könnten. Wir haben Waffenstillstand, Waffenruhe, Waffenpause, Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen angesprochen. Es geht immer, immer auch um die Rettung des Lebens der Geiseln. Das sollten wir auch wirklich, wirklich nicht vergessen. Die Situation ist ein Albtraum für die Angehörigen. Aber ich würde ganz gerne wissen, welche konkreten Schritte es geben könnte für so etwas. Gibt es ja Vorschläge aus Spanien, auch speziell jetzt für eine Friedenskonferenz, für die Frage, gibt es mit welcher Vermittlerrolle auch immer, ja? Wie könnte sowas aussehen? Wer könnten Beteiligte daran sein? Und was müssten Bedingungen dafür sein, damit sie statthaben kann? Oder geht sie nur ohne Bedingungen? Also ich meine, vielleicht mal damit anfangen, Vermittler in diesem Konflikt waren nie neutral. Die USA, lange eben sozusagen der zentrale Vermittler, waren alles, aber neutral waren sie nicht. Sie standen immer auf der Seite Israels, ganz deutlich. Und genauso Vermittler auf Seiten der arabischen Staaten, Katar beispielsweise, stand immer ganz eindeutig auf der Seite Palästinas. Das schadet auch nicht unbedingt, das wissen wir aus ganz vielen Konflikten. Also Vermittler müssen nicht unbedingt neutral sein. Und auch in dieser momentanen Situation haben wir Vermittler. Beispielsweise die Kataris, aber auch die türkische Regierung beispielsweise ist beteiligt. Und es gibt Verhandlungen, Gespräche mit der Hamas über die Frage der Freilassung von Geiseln. Und das läuft die ganze Zeit weiter. Auch das war übrigens ein Grund, warum die Bodenoffensive noch nicht gestartet ist, weil man hoffte, dass man vorher vielleicht schon eine Lösung bekäme, einen Austausch, eine Freilassung von Gefangenen. Und das ist auch momentan zum Beispiel wieder in der Diskussion, ein großer Gefangenenaustausch, palästinensische Gefangene freizulassen und dafür die Geiseln freizubekommen. Wenn das gelänge, wäre das ein Riesenschritt, um aus dieser Gewalt herauszukommen. Das wäre sozusagen, aus meiner Sicht, glaube ich, wäre das, was wir wirklich bräuchten, wäre ein erster Schritt, den die Hamas macht, tatsächlich Geiseln freizulassen, um Israel überhaupt, sage ich mal so, für Beinfreiheit zu geben, dass man wieder in der Lage ist, über andere Wege in der Bearbeitung dieses Konfliktes nachzudenken. Das haben sie nämlich momentan nicht, solange da weiterhin so viele Geiseln gefangen gehalten werden, über deren Schicksal nach wie vor recht wenig bekannt ist. Wenn man einen solchen Schritt hätte, dann könnte man tatsächlich auch über Friedenskonferenz, Friedensgipfel, wir hatten übrigens schon einen gerade vor einer Woche, wenn ich es richtig sehe, in Kairo gab es schon erste Gespräche. Dann könnte man tatsächlich auch zu einer neuen Gesprächsrunde einladen, wo dann wahrscheinlich mehrere Dinge
in Frage stehen. Und einmal Sicherheitsgarantien, sowohl für Israel, aber natürlich auch für Palästina. Dann die Frage, wie könnte eine zukünftige Lösung aussehen? Es würde mittelfristig darum gehen, wie könnte eine Zukunft im Gazastreifen aussehen? Also wie weiter mit dem Gazastreifen, wenn die Hamas ihre Position vielleicht aufgeben müsste? Wie könnte das eigentlich ausgehen? Und da haben wir einfach das Problem, dass wir momentan auch auf der palästinensischen Seite nicht unbedingt eine legitime Repräsentation haben, weil auch die Fatah hat enorm an Zustimmung auch bei den Palästinensern verloren. Und tatsächlich sind es andere Organisationen, die momentan mehr Zustimmung genießen. Es sind sehr militante Organisationen, unter anderem der islamistische Dschihad. Islamische Dschihad, Entschuldigung. Also auch das ist natürlich eine große Herausforderung, aber darum würde es dann gegebenenfalls gehen. Auf so einer Basis könnte man dann vielleicht tatsächlich über einen Waffenstillstand nachdenken, vielleicht sogar vereinbaren und von da aus weiterdenken. Aber es wird immer noch lange dauern, weil wir haben zwei Staatenlösungen hin oder her. Wir haben ja vertrackte Probleme dabei. Ja. Der Status von Jerusalem, den beide für sich als Hauptstadt beanspruchen. Grenze. Rückkehr der Flüchtlinge in die Gebiete, ein Riesenthema. Und dann die Frage der Siedlung. Wir haben, als wir das letzte Mal über die Zwei-Staaten-Lösung im Oslo-Prozess gesprochen hatten, hatten wir, glaube ich, 160.000 Siedler im Westjordanland. Momentan haben wir um die 700.000. Das sind teilweise lange gewachsene Siedlungen. Und wenn wir über alles, was wir sprechen, wenn wir über zukünftige Vereinbarungen sprechen, über Friedenslösungen, müssen wir auch immer darüber sprechen, dass die jeweiligen Vertretungen müssen das auch verkaufen können. Also sie müssen ja auch Akzeptanz dafür in Israel und in Palästina finden. Und auch das ist ein Riesenproblem, wenn sie eine so große Siedlungsgemeinschaft haben. Wie schaffen sie es eigentlich, Rückbau zu fordern? Denn in der Tat, schaut man sich das Westjordanland an, was bleibt denn da noch? Und wie schaffen sie es dann auch noch dafür, Akzeptanz zu finden, also sozusagen das politisch zu überleben? Das sind so die großen Dinge. Ich würde ganz gerne... danke wirklich für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit, aber ich hoffe wirklich, es lohnt sich für uns alle, dass wir uns diese Zeit nehmen. Ich würde gerne einen Punkt unbedingt oder eine Frage oder ein Feld unbedingt noch ansprechen, weil ich es ohne das nicht kann. Und das ist, wie wir die Situation hier bei uns so adressieren, dass Menschen keine Angst haben auf der Straße. Und das richtet sich an eben beides. Das richtet sich an antisemitische, aber auch an anti-arabische, anti-muslimische, rassistische Konstellationen und Dynamiken. Ich habe von ganz, ganz unterschiedlichen FreundInnen in diesen Wochen immer und immer wieder den Satz gehört, ich fühle mich allein, ich fühle mich schutzlos. Ich glaube, dass viele Freundeskreise gerade schrumpfen in diesen Wochen. Und es wurde jetzt hier gelegentlich so etwas über die Philosophen gespottet. Nicht doch. Und ich kann nur für mich sagen, ich habe nichts anderes. Ja. Ich habe nichts anderes als diese Form des Ringens um Verständigung. Und ich würde gerne von allen auf dem Podium eben noch darüber gerne etwas hören. Ja? Nassim Shabash, wer immer. Über die Frage, wie wir es schaffen, dass wir garantieren, dass niemand hier sich bedroht, unerwünscht, nicht zugehörig oder angefeindet fühlt. Wie vorhin gesagt wurde von Ihnen, komme ich aus dem Bereich der Bildung und da meine ich die politische Bildung ist ein Schlüssel dafür, dass man beide Seiten wirklich lesen, hören und auch diskutieren kann. Erst dann, wenn ich beide Seiten kenne, kann ich mir ein Urteil darüber verschaffen.
das ist dann vorurteilsfrei, beide, die israelische, die jüdische, die arabische, die palästinensische Perspektive. Und dass wir weggehen müssten, jetzt gerade im Zuge dieser Attacken, dieser schlimmen Attacken und verurteilenden Angriffe, dass wir weggehen von der Pauschalisierung, dass irgendein Araber, arabisch aussehender oder meinetwegen vom Namen alleine her schon da reingesteckt wird als Antisemit. Ich bin dafür, dass wir alles aussprechen sollten. Was ich im Grunde jetzt vermisse, wäre zum Beispiel unter den gegebenen Sachen, dass wir einen Raum haben sollten. Wo sollen wir hier in Deutschland noch als Palästinenser, meinetwegen die Getöteten in Gaza, hier trauern können, ohne dass jetzt irgendjemand kommt, das dürft ihr nicht, das sollt ihr nicht, das ist euch verboten. Wo kann ich einen Vortrag halten und meine Ansichten darstellen in Zusammenhang mit Israelis, mit Juden, ohne dass mir von Anfang an gesagt wird, der und der oder die Referenten ist von Anfang an antisemitisch und das wird dann eben nicht geduldet und aus dem Programm der Volkshochschulen, von den Kirchen, von den verschiedenen Institutionen einfach ignoriert und verboten. Das finde ich, das ist nicht Meinungsfreiheit, wie ich das hier in Deutschland kenne. Im Gegenteil, je mehr Informationen Sie und andere auch haben über den Konflikt, desto besser ist es, dass wir uns ein besseres Bild und ein Urteil verlassen. Alles andere wäre tödlich und das wäre, ja, für die Diskussion meine ich, und das wäre, nein, und das wäre auch nicht hilfreich. Das ist kontraproduktiv, was gerade in Deutschland passiert. Also ja, zu der Frage, wie können wir uns sicher fühlen? Es gibt tatsächlich ein Grundgefühl der Unsicherheit für viele Juden und Jüdinnen in Deutschland und zu Recht. Also diese Gewalt findet statt, das ist jetzt nicht nur ein Gefühl. Ich glaube, es hat auch eben mit einem Diskurs auch in Deutschland, das konsequent auch zu der Verschmelzung von Israel und jüdischer Identität auch geführt hat. Das hat nicht geholfen. Ich sage nicht, dass Antisemitismus nicht existieren würde ohne das, aber das hat es verschärft. In dieser Hinsicht finde ich das auch wichtig, dass Antisemitismus als tief sitzendes gesellschaftliches Problem gelöst hier in Deutschland und nicht nur jetzt seit dem 7. Oktober, sondern auch davor. Also wir haben die AfD nochmal. Die AfD ist nicht nur rassistisch, die AfD ist eine zutiefst antisemitische Partei. Wir haben Aussagen von fast allen Menschen, die bei AfD da diese Gewalt und vor allem so diese Form der Diskriminierung vertreten. Und deshalb finde ich das sehr wichtig, dass es auch ernst genommen wird. Was im Moment nicht der Fall ist. Man kann nicht sagen, dass es eine groß angelegte Empörung gibt oder dass es wirklich versucht wird, die AfD zu stoppen. Das finde ich nicht. Also ich würde nicht sagen, dass es in Deutschland jetzt stattfindet. Und dann zweitens, wenn wir über Gewalt sprechen und wenn wir über, da müssen wir auch differenzieren zwischen Gewalt auf der Straße, genauso viele Formen von antisemitischen Gewalt, zum Beispiel so Menschen auch nicht äußerlich als jüdisch angesehen werden wollen, etc. Und auch die staatliche Gewalt, die stattfindet. Die muslimische Community, nicht nur PalästinenserInnen, sondern Menschen, die sichtbar muslimisch sind oder auch einfach dunkle Haut haben und schwarze Haare, leiden extrem unter Polizeigewalt. Und auch nicht nur seit dem 7. Oktober. Da sind Probleme, die auch immer wieder verharmlost werden, minimiert werden. Und deshalb, ich glaube, es gibt eine Verantwortung jetzt nicht nur unter uns, dass wir uns so als Menschen ansehen, weil ich glaube, das tun viele, dass wir uns gegenseitig als Menschen ansehen, dass wir wirklich auch versuchen, über die Stereotypen hinauszugehen. Aber es gibt auch eine staatliche Verantwortung darüber und auch eine mediale Verantwortung, die im Moment meiner Meinung nach auch nicht erfüllt wird. Und Yeah, I don't have solutions. Ich habe keine Lösungen für
die Situation in Israel und Palästina. Das nicht jeder weiß. Kann man vielleicht die Haifa-Republik etablieren und dann lebt man in Frieden. Also die Frage über die Situation hier, da kann ich keine Vorschläge machen. Ich kann nur Beobachtungen anstellen dazu, wie die Situation sich entwickelt. Und das Ganze ist sehr besorgniserregend. Und so war das vorher nicht. Das konnten wir vielleicht manchmal antizipieren, aber es gibt auch neue Elemente. Zum Beispiel ist diese Polarisierung sehr neu, die uns gegenwärtig begegnet. Wenn also jemand wie ich das Gefühl hat, also ich mit meiner Position über Palästina kann sich nicht immer wohlfühlen, wenn er mit seinen Kollegen redet, in akademischen oder künstlerischen Kreisen. Und das zeigt ja bereits, dass es wirklich hier ein ernsthaftes Problem gibt. Huge circles on the left. Große Kreise im linken politischen Spektrum haben linke Israelis betrogen, haben keine Solidarität bekundet. Ich freue mich, dass wir das nicht zu sehr angesprochen haben, denn es geht ja nicht vor allen Dingen um die Situation hier, sondern dort drüben. Gar nicht erst anfangen wollen. That requires statement. There is a real crisis. Es gibt eine wirkliche Krise und die muss angesprochen werden. Ich bin nicht überzeugt, dass die israelische Linke überzeugend reagiert auf diese Krise. Zumindest denke ich so. Es gibt eine Bestrebung, sich hinzuwenden zum Versagen der sogenannten globalen Linken. Aber die israelische Linke hat auch ziemlich versagt in den letzten Jahrzehnten. Und hat auch versagt darin, die Verantwortlichkeiten unserer eigenen Regierung anzusprechen. Aber es gibt auch einen enormen Druck, der herrscht in dieser Diskussion. Gleichzeitig kommt dieser Druck auch vom Staat. Es gibt die Zensur bei den Demonstrationen der Palästinenser. Man darf nicht öffentlich trauern in Bezug auf die Ereignisse. Und das muss auch benannt werden. Und das schafft diese Polarisierung. Ich stehe sogar unter dem Eindruck, dass ziemlich oft, vielleicht bin ich da ein bisschen naiv und bewege mich nur in bestimmten Bereichen, aber ich spreche inzwischen mit Palästinensern und das ist für mich eigentlich das Leichteste. Wenn ich aber mit meinen amerikanischen Kollegen in New York spreche, dann ist das sehr schwierig. Und mit meinen deutschen Kollegen auf der anderen Seite. Und die Palästinenser und ich, zumindest diejenigen, die ich kenne, wir verstehen uns ganz gut. Wenn nur die internationale Gemeinschaft da nicht immer mitmischen würde. Also natürlich ist das ein bisschen zu naiv und optimistisch. Und keiner von uns steht natürlich nicht stellvertretend für die eigene Community. Und das muss man hier mit bedenken. Also ich glaube tatsächlich, damit man sich wieder sicher fühlen kann, müssen wir auch wirklich an der Qualität unserer Auseinandersetzung arbeiten. Ich finde, das, was man schon im Verlauf des russischen Angriffskrieges in der Ukraine bemerken konnte, ein moralischer Rigorismus, der um sich gegriffen hat, in der man entweder auf der richtigen oder auf der falschen Seite stand. Das hat noch mal jetzt seit dem 7. Oktober eine neue Qualität angenommen. Es gibt kein Dazwischen mehr. Es scheint nur noch schwarz und weiß zu geben. Entweder man ist ganz fest auf der einen Seite oder man ist ganz fest auf der anderen Seite. Und das Aushalten von Ambivalenz scheint uns vollkommen abhanden gekommen zu sein. Auch die Nachsicht miteinander im Diskurs, wenn wir mal nicht alles druckreif formuliert haben. Und das würde ich mir eigentlich wünschen. Ich würde mir wünschen, dass wir weniger wissen direkt, sondern ein bisschen mehr wieder fragen, ein bisschen mehr wieder vermuten, aber noch nicht immer sofort alles schon genau wissen. Und ich würde mir wünschen, dass wir
Identitäten und Positionen wieder auseinanderhalten. Dass es nicht darauf ankommt, welche Identität man mitbringt für eine bestimmte Position, sondern dass die Positionen zählen sollten. Und von da aus können wir uns über den Identitäten Gedanken machen. Auch das, glaube ich, würde helfen, dass wir freier wieder miteinander diskutieren und friedvoller. Ich möchte nur einen Satz zitieren. Egon Bahr, uns allen bekannt, hat einmal vor einer Schulklasse in Bonn gesagt, hört auf mit der Moral. In der Außenpolitik gibt es keine Moral, das ist Interessenpolitik. Und darunter leiden viele. Ich würde ungern Egon Bahr widersprechen, aber nein, ich würde mich erstmal ganz, ganz herzlich wirklich bedanken wollen bei Ihnen allen, dass Sie gekommen sind. Ausdrücklich allen selbstverständlich für Ihre Expertise, für Ihr Wissen, für Ihre Bereitschaft, sich dem hier auch auszusetzen. Und ich danke Ihnen für und übrigens auch allen, die hinter der Bühne sitzen und sowohl den Stream gemacht haben, als auch übersetzt haben. Die DolmetscherInnen heute waren Astrid Gese und ich will den Namen richtig aussprechen, deswegen dauert das jetzt eine Sekunde. Und Julia Wardetzki. Ganz, ganz herzlichen Dank den beiden. Und lassen Sie mich auch dies sagen. Ich glaube wirklich, es gibt für diese Gespräche und diese Auseinandersetzungen keine Abkürzungen. Wir werden sie auf sehr, sehr lange Zeit hin führen müssen. Wir werden vermutlich darin verletzt werden. Wir werden vermutlich irritiert sein. Es wird uns Kraft kosten. Wir werden Dinge hören, die uns vielleicht nicht gefallen, die uns vielleicht nicht einleuchten. Aber ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass wir uns so lange zuhören, dass wir genauer die Position der anderen verstehen, dass wir genauer die Unterschiede erkennen und vielleicht auch die Gründe dafür oder die Motive dafür und vielleicht sich auch andere Gemeinsamkeiten auftun, als sie heute erscheinen. Ich würde auch gerne sagen, dass ich glaube, dass es beides braucht. Unbedingt das Instrument der Analyse, unbedingt das langsame Sammeln, um Indizien und Belege und Fakten, aus denen wir ermitteln können, was wahr ist. Wenn ich das persönlich sagen darf, ich kenne kaum jemand, der das skrupulöser betreibt als der Sohn von Nazim Mushabash, Yassin Mushabash. Und ich glaube eben, dass es genau diese Kombination ist, von dem, glaube ich, Emilia Roark heute die ganze Zeit gesprochen hat, dass es sozusagen sowohl immer wieder ein Aufziehen braucht auf Strukturen, ja, auf Hintergründe, auf historische, auf politische Kontexte und aber auch ein Heranzoomen vielleicht, wenn man das so sagen darf, an das, was es konkret für einzelne Menschen oder ganze Gruppen bedeutet. Meine sehr geliebte Großmutter pflegte beim Brotschneiden folgenden Satz zu sagen: Sägen, nicht drücken. Ja. Ich glaube, das ist die Haltung, mit der wir uns den großen Komplexen der Welt widmen müssen. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich. Wir werden den nächsten Streitraum am 26.11. haben. Unter diesem Oberbegriff, wie ich vorhin schon gesagt habe, Macht, Gewalt und Widerstand. Dann wird es um Frauenhass und Femizide gehen. Die normalisierte Gewalt im Gespräch mit mir wird dann Christina Klemm sein und Franziska Schutzbach. Ich freue mich sehr, wenn Sie dann wieder dabei sind. Ganz, ganz herzlichen Dank und einen schönen Sonntag. Applaus